Ich bin Barbara Schramkowski und Moderatorin heute für den Abend. Ich bin auch Professorin für soziale Arbeit und mein Schwerpunkt ist die Klimagerechtigkeit im Verhältnis zur sozialen Ungleichheit, also beziehungsweise den Zusammenhang von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit oder den Zusammenhang von sozialer ökologischer Ungleichheit in Bezug eben auf die Klimakrise. Und ich bin auch in Freiburg unter anderem im Fuß- und Radentscheid, also mein Bezug zur Verkehrswende aktiv oder bei Scientists for Future und in anderen Bereichen. Also bin so ein bisschen wissenschaftlich und aktivistisch in dem Bereich unterwegs. Und ich wollte gerne, dass wir das Thema Verkehrsrevolution nennen, weil letztlich seit 1990 im Verkehrssektor sich irgendwie nichts getan hat. Ja? Die Emissionen sind gleich hoch, die Normen der autogerechten Welt ist irgendwie noch tiefer in unseren Köpfen und in unseren Strukturen, Stichwort Steuerprivilegien, verankert. Es werden immer noch Autobahnen gebaut, Verbrennungsmotoren hingehergestellt. Also wir könnten die Liste noch unendlich lang machen. Zum Glück haben wir heute hier richtig viele schlaue Menschen, deshalb möchte ich auch nicht viel sagen. Außer, dass ich heute so ein bisschen die ungemütliche Zeitwächterin bin und ich möchte den Abend so ein bisschen zweiteilen. Jetzt die erste Stunde verbringen wir eben mit Sabine Leidig und Tobi Rossbock. Ihr werdet da ein bisschen mehr Input bekommen und dann haben wir im Anschluss noch ein bisschen ein Podiumsgespräch, wo ihr von Menschen, die vor allem hier im Raum Freiburg auch engagiert und involviert sind in die Verkehrsrevolution und ihren Beitrag leisten, noch Perspektiven hören werden. Genau, die Verkehrswende, wie gesagt, ein Riesenprojekt, einige Perspektiven darauf heute. Ich weiß für euch beide, es ist ein bisschen eine Zumutung, dass ihr während eures Vortrags sitzen müsst, weil ihr gerne rumlauft und auch frei sprecht. Das geht nicht, weil wir hier in einem Livestream sind, also wir müssen hier auf unseren Plätzen einfach sitzen bleiben. Genau, ich finde es schön, dass ihr heute da seid, herzlich willkommen. Es wird so sein, dass Sabine anfängt und ich bitte auch, dass du dich selber vorstellst. Ich finde es immer nicht so toll, wenn man von anderen Menschen vorgestellt wird und die Hälfte des Lebenslaufes wird irgendwie so falsch rezitiert. Ich würde dich, nach circa 20 Minuten kommst du dann, Tobi, ihr kennt euch, ihr ergänzt euch super und auch dich würde ich bitten, dass du auch zwei, drei Sätze eingangs zu dir sagst. Sabine, the floor is yours. Okay, dann starte ich jetzt los und ich hoffe, dass ich ein Signal kriege, wenn mein Abstand zum Mikro nicht stimmt. Wir müssen es hier sehr genau nehmen. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Diskussionen in solchen Akademien und die Zukunftsakademie ist natürlich nochmal eine besonders schöne Gelegenheit. Genau, mein Name ist Sabine Leidig, ich bin 60 Jahre alt, Oma und Verkehrswende bewegt. Ich habe natürlich eine lange politische Biografie, in dem Alter bleibt es nicht aus und habe praktisch die Sozialisation für politische Fragen im zarten Alter von 15, 16 bekommen, Mitte der 70er Jahre. Es sind ja einige hier, die die Zeit auch noch vielleicht in Erinnerung haben. Da spielten die Fragen von globaler Gerechtigkeit übrigens auch eine große Rolle. Die Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, das waren Themen, die mich interessiert und politisiert haben und immer auch die Frage, wie hängt es eigentlich mit uns zusammen und mit unserer Lebensweise. Ich habe gesehen, dass Uli Brandt hier auch bei der Zukunftsakademie war, der über die imperiale Lebensweise geschrieben hat. Und diese Zusammenhänge deutlich macht. Was hat die Art und Weise, wie hier im globalen Norden produziert und konsumiert wird, mit den Lebensbedingungen im globalen Süden zu tun? Und diese Frage hat mich nie losgelassen. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Deutschen Krebsforschungszentrum, bin von Beruf Biologielaborantin, habe mich aber von Anfang an auch gewerkschaftlich organisiert und engagiert. Ich war in der betrieblichen Interessenvertretung, bin ich dann zur Gewerkschaft gegangen, war Jugendbildungsreferentin, DGB-Vorsitzende in Karlsruhe, also gar nicht so weit von hier. Und habe mich dann aber entschlossen, als die globalisierungskritische Bewegung an Fahrt aufgenommen hat und das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC gegründet wurde, mich dort zu bewerben und war dann 8 Jahre lang Bundesgeschäftsführerin im ATTAC-Bundesbüro in Frankfurt. Bis mich die Linke überzeugt hat, die damals noch junge Partei für den Bundestag als Flaggschiff sozusagen anzutreten in Hessen, habe ich dann gemacht und bin 2009 tatsächlich in den Bundestag gewählt worden und habe dort den Bereich Verkehrspolitik übernommen, fachfremd.
aber interessiert und motiviert, weil für mich Verkehrsfragen überhaupt keine technologischen oder technokratischen Fragen sind, sondern zutiefst soziale Fragen, die in die gesellschaftlichen Strukturen eingeschrieben sind, die aber auch bestimmen, unter welchen Bedingungen Menschen sich bewegen können, wer bevorzugt, wer benachteiligt wird, wer Vorfahrt hat und wer an den Rand gedrängt wird. Und meine Wahrnehmung in dieser Zeit, ich habe 12 Jahre im Bundestag im Verkehrsausschuss Verkehrswendepolitik gemacht und habe mich gerettet, meine Seele und mein Herz, indem ich ganz, ganz viel außerparlamentarisch zusätzlich aktiv war und mich viel vernetzt habe mit ganz vielen Menschen, die außerhalb des Bundestages super tapfer und unermüdlich und unerschrocken für Verkehrswende eingetreten sind. Und da bin ich jetzt mal so bei meinem, bei dem Titel hier, Verkehrswende oder Verkehrsrevolution. Ich habe in meinem Buch ein optimistisches Kapitel geschrieben, das heißt der spürbar frische Wind of Change, also der Veränderungshauch, der durch die Republik streicht, was die Verkehrssituation betrifft. Aber ich muss mal sagen, also eine Revolution ist was anderes. Und Revolution bedeutet natürlich, dass sich grundlegende gesellschaftliche, soziale, ökonomische, politische Verhältnisse verändern, beziehungsweise dass wir sie verändern. Sie verändern sich nicht, sondern Gesellschaft wird von Menschen verändert. Entweder sie wird, ich sage jetzt mal, von emanzipatorischen, demokratischen, linken im weitesten Sinne, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, inspirierten Menschen verändert, dann kann es zu guten Revolutionen kommen, wenn es Massen sind und die Utopien auf fruchtbaren Boden fallen. Aber sie kann natürlich auch verändert werden von Rechten, von nationalistischen, von chauvinistischen Akteuren. Und wenn wir uns die Weltlage heute anschauen, dann ist beides drin, würde ich jetzt mal sagen. Und die gesellschaftliche Linke ist jetzt nicht gerade in einer Situation, wo man sagen könnte, die Revolution steht vor der Haustür und es eben auch nicht die Verkehrsrevolution. Das muss ich leider so sagen. Und wenn wir uns den Koalitionsvertrag der Ampelregierung jetzt anschauen, wo es kurz vor der Bundestagswahl ja eine relativ große Hoffnung gab, dass die Grünen das Verkehrsministerium übernehmen würden und nach jahrzehntelanger Betonpolitik in diesem Ministerium endlich mal die allerkleinsten, nötigsten Schritte verändert werden würden. Diese Hoffnung ist enttäuscht worden. Also das war auch wirklich für mich eine krasse Enttäuschung, dass das Verkehrsministerium an einen FDP-Minister gefallen ist und damit völlig klar war, dass all die auf der Hand liegenden Veränderungen, für die es einfach höchste Eisenbahn ist, ohne dass man eine Revolution oder sonst irgendwas braucht, dass nicht mal die umgesetzt werden. Und so ist es auch. Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, kommt das Wort Verkehrswende dort überhaupt nicht vor. Nicht mal Verkehrswende kommt vor. Also Revolution natürlich sowieso nicht, sowas steht ja nicht im Koalitionsvertrag. Aber was dringend notwendig wäre, um überhaupt erträgliche Verkehrsverhältnisse zu erringen, wäre, dass die schiere Masse an Verkehrstätigkeit, die Zahl der Autos, die Flüge, die wahnsinnigen Containerschifffahrten, die Lkw-Kolonnen reduziert werden. Und zwar mindestens um die Hälfte. Aber Verkehrsreduktion klingt in den Ohren der herrschenden VerkehrspolitikerInnen und der herrschenden Wirtschafts- und FinanzpolitikerInnen und in den Ohren der Aktionäre, der Konzerne, der Autoproduktion wie eine schlimme, schlimme Bedrohung. Und ich glaube, darin verknüpft sich die Frage nach Revolution mit der Frage nach dem gesellschaftlichen, ökonomischen System.
Es ist ja nicht so, dass Verkehr aus Bösartigkeit produziert wird, weil irgendjemand denkt, ach, jetzt sorgen wir mal dafür, dass diese blöden Kinder und diese blöden Fußgänger und diese blöden Rollifahrer und so endlich von der Straße verschwinden. Das ist ja nicht der Grund, warum es immer mehr Autos gibt, sondern der Grund ist, dass die Aktionäre von Daimler, von VW, von Porsche und wie sie alle heißen, hervorragend damit fahren. Und deshalb werden die Autos auch, obwohl die Klimakrise allen ein Begriff ist, nicht kleiner, leichter, sparsamer, sondern größer, schwerer, PS-stärker. Und daran ändert sich auch nichts, wenn statt eines Verbrennermotors ein Elektromotor eingebaut wird. Und es ist wirklich absurd, von Verkehrswende zu sprechen, wenn damit gemeint wird, dass der Antrieb verändert wird. Das hat wirklich mit Verkehrswende nichts zu tun und ich weigere mich, den Begriff der Elektromobilität für Automobile zu verwenden. Das ist wirklich ein krasser Missbrauch, denn Elektromobilität in ihrer einzig sinnvollen Form findet seit über 150 Jahren auf der Schiene statt. Elektromobilität mit Oberleitungen ist total effizient, der Rollwiderstand auf Schienen ist total gering und all die vielen Techniker und Physiker und was weiß ich, die in diesen hochbezahlten Institutionen alle möglichen Berechnungen anstellen, sind aus meiner Sicht jedenfalls wirklich, wie drücke ich es jetzt richtig aus, sie sind vernagelt, sie sind blind. Sie laufen mit Scheuklappen durch die Welt, beziehungsweise sie sind natürlich auch bezahlt von denjenigen, die von einer Zunahme von Autoverkehr profitieren. Ich will das jetzt nicht auf die bösen Konzerne alleine abwälzen, aber man kann die Frage der Mobilität und der Automobilität auch nicht nur auf der individuellen Schiene begreifen. Und auch nicht verändern. Ich habe, und da komme ich jetzt zu, ich bin jetzt völlig von meinem Konzept abgewichen, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe 2014 an einer beeindruckenden Konferenz in Leipzig teilgenommen, eine Degrowth-Konferenz, die das Konzeptwerk Neue Ökonomie veranstaltet hat. Und da sind in der Universität Leipzig über 3000 meist junge Menschen zusammengekommen. Das war wirklich crazy in einer Zeit, in der gerade die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zum nachhaltigen Wirtschaften, blablub, im Bundestag krachend gescheitert war, die nach der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 ins Leben gerufen worden ist. Vielleicht erinnern sich einige, auch von den Jüngeren, noch daran, dass es mal eine wirklich hochoffizielle Wachstumskritik gab, nachdem die irrwitzige Finanzblase an den Immobilien- und Börsenmärkten geplatzt ist und die Krisen, die zuvor nur irgendwo im globalen Süden, in Russland, in Asien oder so stattgefunden haben, plötzlich bei uns sich niedergeschlagen haben. Und in so einer Phase, wo praktisch die Herrschenden überhaupt keine Antwort auf diese Herausforderung hatten, dass wir ein Wohlstandsmodell entwickeln müssen, das unabhängig ist von Wirtschaftswachstum und immer größerem Ressourcenverbrauch. In so einer Zeit hat sich eben diese Degrowth-Bewegung sozusagen hingestellt und hat gesagt, wir suchen jetzt mal andere Antworten. Und in diesem Workshop, den ich da besucht habe zur Verkehrswende, muss ich gestehen, war ich ziemlich erschüttert, weil die jungen Menschen die ganze Zeit davon geredet haben, wo sie überall zu Fuß hingehen, wo sie nicht mit dem Auto hinfahren, dass sie nicht mehr in Urlaub fliegen, dass sie auf ganz viel in Anführungszeichen verzichten. Die haben das auch gar nicht jetzt als individuellen Verzicht empfunden, aber die Diskussion ist überhaupt nicht aus dieser Perspektive der individuellen Verhaltensveränderung herausgekommen. Und auch in meinem Buch habe ich auch ein Kapitelchen, das heißt, das Private ist politisch und umgekehrt.
Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, es ist egal, wie wir uns individuell verhalten. Im Gegenteil, ich finde es total relevant, insbesondere wenn es Entscheiderinnen und Entscheider sind. Also Politikerinnen und Politiker. Es macht einen Unterschied, ob jemand immer mit der dicken schwarzen Limousine sich durch Berlin kutschieren lässt oder ob ich mich in der U-Bahn drängle mit vielen, vielen anderen oder ob ich mich mit dem Fahrrad durch die durch hochbefahrene Straßen traue. Die Erfahrung, die ich dabei mache, im wahrsten Sinne des Wortes, ist einfach eine völlig andere. Deshalb ist es relevant. Aber es ist eben nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Strukturen verändert werden, in denen sich Menschen bewegen. Und wir wissen aus der, könntest du vielleicht noch was dazu sagen, aus der Forschung über die Veränderung von Gesellschaften, dass es nie darauf ankommt, alle mitzunehmen und zu verändern, sondern darauf ankommt, dass es eine entscheidende Zahl von Menschen sind, die dauerhaft eine Veränderung anstreben und sich dafür einsetzen. Und dass es damit gelingen kann, die Verhältnisse, die Strukturen so umzukrempeln, dass eine neue Normalität entsteht. Und wenn ich früher, also noch vor 10 Jahren, auch in linken Kreisen und auch in Gewerkschaftskreisen über solche Verkehrswende und weniger Autos gesprochen habe, kam sofort immer, du willst mir das Autofahren verbieten. Das geht doch gar nicht. Also wir dürfen niemand das Auto verbieten. Und dann habe ich gesagt, naja, also ob man Verbot oder Verzicht sagt, ist das eine, wir können aber auch von Veränderung sprechen. Und natürlich hat sich die Gesellschaft ja bereits enorm verändert durch das Auto. In meiner Kindheit konnten wir alle in diesem Neubau-Einfamilienhäuschen-Gebiet nachmittags nach der Schule einfach auf die Straße spielen. Wo ist es heute noch möglich? Also auch in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist es überhaupt nicht mehr möglich. Das ist eine krasse Veränderung und eine krasse Einschränkung, ein Verzicht auf Möglichkeiten, in dem Fall eben für Kinder. Insofern ein Hinweis für dich, dass du ungefähr eine Viertelstunde jetzt gesprochen hast. Ne? Okay. Insofern geht es um Veränderungen, die mit der Veränderung von Strukturen einhergehen muss. Und deshalb ist es auch völlig richtig, dafür zu kämpfen, dass keine weiteren Autobahnen gebaut werden, dass autofreie Bereiche in den Städten erkämpft werden, dass breitere Fahrradwege, Fußwege, Begegnungszonen errungen werden, weil damit überhaupt erlebbar wird, was es bedeutet, autofrei zu sein. Aber es reicht eben nicht. Es reicht nicht, um eine Verkehrsrevolution zu machen, weil dafür tatsächlich die Verfügungsgewalt über die Vorstellungen über die Ressourcen, also über das Geld, das schiere, blanke Geld und die Macht und den Einfluss auf die politischen Entscheider nicht berührt ist oder nicht wirklich zentral berührt wird. Ich habe gerade eine Tagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Stuttgart mitgemacht, da ging es um die Transformation der Automobilindustrie und wir hatten die Hoffnung, dass man sowas hinkriegt wie einen Aufbruch in den Gewerkschaften zu sagen, wir wollen in Richtung sozial-ökologische Verkehrswende, weil es wird viele gute Arbeitsplätze geben im Bereich der Bahn, beim öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Wir können da gute, qualifizierte Jobs haben, die auch noch klimaverträglicher sind. Das wird nicht stattfinden. Warum? Weil zum Beispiel Daimler-Benz gerade gigantische Kapazitäten neue aufbaut, um gigantische IT-Module zu bauen und zu entwickeln. Die werden in Zukunft viel größere IT-Abteilungen als sozusagen Produktionshallen haben, weil der größte Anteil des Profits beim Auto inzwischen von diesem ganzen Schnickschnack kommt. Also dieses Autonome und selbstständig und die Zukunftsforscherin von Daimler spricht vom Ökosystem Auto, das perspektivisch schon, wenn du einsteigst, spürt,
wie deine Stimmung ist und dir die richtige Playlist auflegt und dich dann sozusagen an allen Staus und Hindernissen vorbei quasi autonom an dein Ziel bringt. Eine komplett elitäre Vorstellung von Mobilität, weil das natürlich alle komplett ausschließt, die nicht das Geld haben, sich so ein Monster zu kaufen, aber das ansetzt an den auch gewollten und entwickelten Bedürfnissen und der kaufkräftigen globalen Mittelschicht. Und diese kaufkräftige globale Mittelschicht wächst, vor allem in China. Das ist auch ein Grund, warum die globalen Spannungen enorm zunehmen, weil der Blick auf die Ressourcen, die Notwendigkeit, sich Kupfer, seltene Erden, Nickel, Platin und Erze unter den Nagel zu reißen, wächst und die Konkurrenz darum wächst. Und das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, das gehört alles zu dieser Perspektive. Und solange die Automobilkonzerne bestimmen, was Mobilität ist, werden wir keine vernünftigen Verkehrsverhältnisse haben. Deshalb ist eigentlich die richtige und notwendige Ergänzung zu all dem, was konkret vor Ort, lokal erkämpft werden kann, die Forderung nach einer Vergesellschaftung dieser Schlüsselindustrie. Also für Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, dass die Automobilindustrie eine Schlüsselindustrie ist. Und so wie wir jetzt anfangen, über eine gesellschaftliche Kontrolle zumindest der Energieversorgung zu reden, was ja total auf der Hand liegt, weil es ja einfach absurd ist, dass es da die Energiekonzerne gibt, die sich unglaublich die Taschen voll machen, während Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Wohnung beheizen können. Und eine ähnliche Herausforderung gibt es im Bereich der Mobilität. Wir müssen dafür sorgen, dass Mobilität für alle möglich wird, ohne dass der Planet und die Zukunft unserer Kinder kaputt gemacht wird. Genau, Sabine, wir wären jetzt bei 20 Minuten. Das war ein wunderbares Schlusswort, wo du auch letztlich den Bogen gespannt hast, weil du vorher ja am Anfang damit ja angefangen hast, Verkehrsfragen sind zutiefst soziale Fragen. Und genau da hast du deine Klammer ja beendet. Genau, Tobi, wäre auch schön, wenn du noch ein bisschen was zu dir sagst, bevor du dann auf deine Inhalte kommst. Ja, sehr gerne. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Eine großartige Freude, neben dir mit hier das Podium starten zu dürfen, vor allem. Vor 2,5 Monaten war ich auch in Freiburg, gerade unterwegs radelnd durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, ungefähr so 30 Tage, 30 Vorträge, 3000 Kilometer, nicht ganz, es gab ein paar Zugjoker. Und so war ich also unterwegs, jeden Abend einen Vortrag geben, Banden zu bilden und so auch hier in Freiburg, wo ich später noch ein Bild von als Ergebnis, als ein Aha-Moment zeigen werde. Ich werde versuchen, genau ein paar Fotos zu zeigen, um das nochmal ein bisschen konkreter werden zu lassen, weil da genau das meine Aufgabe war, nachdem Sabine nochmal so das große Ganze zeichnet, ich so versuche, hoffentlich nachdem das, was hier erzählt wurde, doch hoffentlich Wut macht, ein bisschen Mut zu machen, selbst aktiv zu werden, sich zu organisieren, klar zu machen, uns gehören die Straßen, ganz konkret. In dem Sinne bin ich aktivistisch also unterwegs, das erste Bild vielleicht passt da ganz gut zu. Jetzt sitze ich hier auf dem Podium, vielleicht saß ich da auch mit auf dem Baumhaus. Einigen wird es bekannt sein, diese Bilder vom Dannenröder Wald, der Danni. Absurd, im 21. Jahrhundert, wo wir Klimakrise mittlerweile im Bewusstsein haben, 50-jährig jubiliert sich in diesem Jahr, 1972 gestartet, die Grenzen des Wachstums, wo klar war, auf einem begrenzten Planeten, ganz physikalisch einfach, kann es kein immer weiter, schneller, höher und angeblich besser geben, das also radikal in Frage zu stellen. Grundsätzlich ist extrem wichtig. Konkret hier der Danni, ein Moment, wo viel Überschneidung auch stattfand, in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein Symbol zu schaffen, um klarzumachen, wir brauchen die Verkehrswende, Verkehrsrevolution, da können wir später vielleicht drüber diskutieren, mag ich mich jetzt gar nicht lange darauf nochmal so differenziert einlassen. Konkret im Danni also versucht wurde zu verhindern durch solche Strukturen wie die Baumhäuser. In dem Aktionsbuch Verkehrswende haben wir auch eine Anleitung zum Baumhausbau, um so mit dem Augenzwinkern in 10 Schritten Menschen Lust zu machen, sich da auch zu organisieren und zu engagieren. Konkret also klarzumachen, ein 300-jährig wunderschöner Mischwald kann doch nicht einer Autobahn zum Opfer fallen. Der Bundesverkehrswegeplan, der immer noch 850 weitere Kilometer alleine zu betonieren möchte, absurd. Das können wir nicht machen. Und noch viel natürlich drumherum. Schiene natürlich unglaublich vernachlässigt. Aber das erspare ich euch jetzt auch an Zahlen. Wir gehen mal 2 weitere Bilder angucken. Hier sehen wir
Dann die Sonntagsspaziergänge, auch der Danny, ja ein Kampf, der nicht erst seit irgendwie 2019, 20 geführt wurde, sondern auch schon Jahrzehnte zurückliegt und großartigerweise BürgerInneninitiativen sich stark machten. Und dann manchmal vielleicht, wenn nochmal so ein Moment kommt von Bewegung, von jungen Aktivistinnen in den meisten Fällen, die sagen, okay, wir gehen auf die Barrikaden, auf die Bäume, versuchen hier ein Symbol zu schaffen, sind die Sonntagsspaziergänge im Dannenröderwald exponentiell angestiegen. Früher vielleicht noch so mit 10, 15, vielleicht auch mal, wenn es gut ging, 50 Leuten, waren es gegen Ende Tausende. Von 3 Monate bis gefühlt 80 Jahre, die da gesagt haben, das ist ein Symbol, wichtig zu verteidigen und klarzumachen, so nicht mehr. Wir gehen noch ein weiteres Bild anschauen und sehen dann so etwas wie ein Tripod. Das wurde geräumt, unglaublich aufwendig, genau durch diese Strukturen gemacht, durch die verschiedenen Barrios, also Nachbarinnenschaften sozusagen, wo sich Menschen auch versuchten, ganz anders, herrschaftskritisch auf jeden Fall zu organisieren. Ganz wichtig als ein Symbol. Der Dannenröder Wald ist jetzt zerschlagen worden, nicht nach der Räumung kam die Rodung, es wird langsam angefangen, da weiter und weiter zu bauen. Jetzt könnten wir sagen, naja, dann haben wir alles verloren. Hoffnungslos könnten wir jetzt sagen, huiuiui, was sollen wir eigentlich machen? Und gleichzeitig darüber, glücklicherweise über dieses Symbol, überall klar war, der Danny ist überall. Und wir haben überall mittlerweile, auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, natürlich noch viel weiter, aber um diesen deutschsprachigen Blick vielleicht zu behalten, immer mehr Leute, die sich trauen, Dinge zu besetzen. Lubau bleibt beispielsweise in Wien, da ungefähr. Darüber hinaus noch viel Infrastruktur klarzumachen, so können wir nicht mehr lange weiterleben. Ihr verzockt hier unsere gesellschaftliche Zukunft und macht es gegenwärtig schon für aktuelle Generationen unbelebbar. Daraus das Waldstadt-Asphalt-Bündnis sich gegründet, überall wichtige, positive Stimmen schafft. Ich gehe mal weiter, um klarzumachen, es geht ja nicht darum, dass nur in den Wäldern von unten Druck aufgebaut wird, auch ganz wichtig, sondern auf der Straße. Und möchte hinweisen auf die Critical Mass. Also ich werde manchmal bekannte, vielleicht auch manchmal unbekanntere kreative Aktionsformen darstellen und beispielhaft hier da bieten, um so ein bisschen Lust zu machen, weiter aktiv zu werden. Konkret hier die Critical Mass, Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung erlaubt dir, mit 15 plus, also 16 Leuten im Verband unterwegs zu sein. Und dann kann sogar, wenn die erste Person über Grün noch fährt, dann rot geschaltet werden. Alle anderen 15, manchmal aber auch 1000, dürfen weiter im Verbund unterwegs sein. So übrigens hier ein Bild von 2012 aus Freiburg. In vielen Fällen sich schon fast, weil es einmal im Monat stattfindet, zur gleichen Zeit eher wie so eine Demo anfühlt, anstatt einen spontanen, gemeinsamen, wir nehmen uns jetzt die Straßen wieder. Und als ich hier eben vor 2,5 Monaten sein durfte, hatten wir nach dem Vortrag, der ja ein bisschen theorielastig ist, auch wenn ich es versuche, immer ganz praktisch zu machen, der Punkt, dass ich dann einlud, lass uns die Theorie zur Praxis machen. Alle, die ihr Fahrrad bei haben, lasst uns doch gemeinsam jetzt so eine Critical Mass mal unangekündigt sozusagen spontan wirklich machen. Und es gab schon erste Stimmen, die sagten, ah, ist mir eigentlich peinlich, wenn ich nur mit 20 Leuten in Freiburg unterwegs bin, wo wir normalerweise 3- oder 4-stellig unterwegs sind. Und dann meinte ich, naja, lass uns doch versuchen, immer wieder diese Strukturen zu nutzen, diese wunderbaren kreativen Momente, um präsent zu sein. Die Person ließ sich dann auch darauf ein und wir fuhren so mit ungefähr 20 Menschen los und nach ungefähr einer Viertelstunde waren wir doppelt so viele Leute. Nur tatsächlich mit einem Großaufgebot an Polizei und nicht von irgendwelchen solidarischen FreiburgerInnen, die sich uns anschlossen und sagten, gute Idee, mal das spontan zu machen, wirklich. Denn als ich sie fragte, naja, aber warum seid ihr jetzt hier, warum blockiert ihr uns? Es hieß, es hätten 5 AutofahrerInnen dort angerufen bei der Polizei und gesagt, wir würden den Verkehr stören. Absurd, klarzumachen, wir sind der Verkehr. Und wenn ich übrigens als Fahrradfahrerin, Rollstuhlfahrerin, Fußgängerin irgendwie mal die Polizei anrufe, weil irgendein Auto mal wieder alles zustellt oder, würde nicht sofort ein Großaufgebot an Polizei da kommen und sagen, natürlich, dieses Unrecht müssen wir jetzt bekämpfen. Wobei das, was wir gemacht haben, ja sogar gesetzlich in der Straßenverkehrsordnung verbrieft möglich wäre. Naja, ich will die Anekdote nicht zu lange erzählen, aber auch in einer fahrradfreundlichen Stadt angeblich, die ja so grün und wunderbar ist, habe ich auch lernen dürfen, genau, haben wir noch einiges nachzuholen sicherlich. Und darauf freue ich mich dann später auch in der Diskussion. Wir gehen mal weiter und gucken uns etwas anderes an. Also ich habe gesehen, genau vom Verkehrswende jetzt hier durchsetzen, also Fuß- und Fahrradentscheid sind Leute hier großartigerweise. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, über das BürgerInnenentscheid da einiges zu reißen. Manchmal sind die Mühlen der Bürokratie aber langsam und selbst wenn es dann durchgesetzt wurde, passiert nichts.
hier in Kassel ein Bild, also eigentlich alle Bilder, die ihr hier seht, sind auch in dem Aktionsbuch Verkehrswende, was ihr übrigens auch als PDF frei verfügbar im Internet findet. Da möchte ich also gar nicht euch zwingen, 15 Euro auszugeben. Konkret, eine Klimagerechtigkeitsgruppe in Kassel sich dachte, das ist hier schon so lange eigentlich notwendig, dass es einen Zebrastreifen braucht an dieser einen Stelle und an der anderen eine Fahrradstraße oder wenigstens ein Fahrradweg. Und machten über Nacht genau dies. Was dazu führte, dass am nächsten Morgen die AnwohnerInnen sich freuten natürlich über beispielsweise den Zebrastreifen, die Stadt aber natürlich sagen musste, das waren wir gar nicht und eigentlich muss der wieder weg. Ich möchte Mut machen, auch ein bisschen kreativ zu sein, ein bisschen frech und damit im Grunde Narrative, also die vermeintliche Normalität des motorisierten Individualverkehrs, eine Absage zu erteilen und zu sagen, wir haben auch das Recht sozusagen auf Stadt, auf Land, auf Straße. Konkret an dieser Stelle eben Zebrastreifen oder auch Fahrradstraßen über Nacht einfach mal aufzumalen. Wir gehen weiter und gucken uns das Bild an, was mit Parkplätzen so viel Schöneres gemacht werden könnte. Also Platzpark statt Parkplatzprojekt. Relativ niedrigschwellig. Die Möglichkeit, diese übrigens 10 bis 12 Quadratmeter, die so ein Parkplatz hat, und dann mal in Relation betrachtet nochmal in Berlin Kinder eingezäunte Spielplatzfläche von 0,6 Quadratmetern zur Verfügung steht. Also da haben wir so den Faktor 1 zu 20. Absurd, ja, was für Prioritäten wir setzen im Autoland Deutschland mit VW, BMW und natürlich hier in Baden-Württemberg Daimler. Konkret, da aber immer wieder sich die Straßen anzueignen, Parking Day beispielsweise jeden dritten Freitag im September, zu nutzen, um zu zeigen, und das ist wichtig, dass uns gar nichts genommen wird, wir gar nicht verzichten müssen, dass irgendwie das uns wehtut am Ende des Tages, wenn wir eine Verkehrswende, eine Verkehrsrevolution durchsetzen, sondern allen viel mehr gegeben wird. Wenn die ganzen Stehzeuge, die ja 23 Stunden eben am Tag still stehen und nur eine Stunde sich bewegen und deswegen gar nicht Fahrzeuge genannt werden dürfen, dann übrigens auch nur 1,3 Menschen durchschnittlich drin setzen, absolut ineffizient, ist wichtig, sich deutlich zu machen, dass wir mit dem Raum viel Schöneres anfangen könnten. Und diese utopischen Momente zu schaffen, durch so ein Parking Day beispielsweise oder durch dieses Platz-Park statt Parkplatz-Projekt, sind ganz wichtig, um uns klarzumachen, was uns eigentlich alles geschenkt werden kann, was wir uns alles nehmen können. Denn Katja Diehl in ihrem Bestseller Autokorrektur weist zu Recht darauf hin, dass es einigen Leuten zu Recht gerade strukturell gar nicht möglich ist, einfach mal aufs Auto zu verzichten. Also deswegen auch radikal die Verhältnisse ändern ist wichtig. Und nicht nur im Klein-Klein selber ein bisschen was zu machen, sondern sich zu organisieren. Wir gehen weiter und gucken uns ein Bild an, das ich noch frisch reingebracht habe, weil ich hörte von so Oldtimer-Tagen, die es letztens hier in Freiburg gab, und möchte hier ein Beispiel nennen aus sogar einem eher ländlichen Region. Südniedersachsen, sehr strukturschwach, Einbeck, die Stadt, 10.000 EinwohnerInnen. Einbeck ist vielleicht durchs Einbecker Bier bekannt, vielleicht auch durch die Fachwerkstatt, aber vor allem auch, weil der Mäzen aus Einbeck das größte europäische Oldtimer-Museum dort aufgebaut hat. Den PS-Speicher. Und einmal im Jahr kommt dann eine Oldtimer-Rallye mitten durch Einbeck. Und nach 2 Jahren Corona endlich wieder möglich, diese Stadtfest, alle freuten sich. Und wir, als wir das bemerkten, dass im Marktplatz beispielsweise schon irgendwelche Autostände mit natürlich E-Autos, also ganz gut, komme ich auch gleich nochmal dazu, dass es vielleicht eher eine Scheinlösung ist, haben wir uns gedacht, als Projekthaus, was zufälligerweise in der Nähe stattfand und sich organisierte, nee, wir nutzen das mit. Und fahren dann eben mit unseren Lastenradanhängern und Fahrrädern mit. Die sind zwar noch nicht Oldtimer mit H-Kennzeichen, aber naja, warum denn nicht? Und haben neben diesem Transparent alle Städte autofrei die nächste Folie gezeigt. Und es ist schwierig erkennbar, weil es ein Bild aus der Zeitung ist. Aber wenn ihr es merkt, seht ihr Autos nur noch im Museum. Also wir sind im Grunde total bei euch, ja? Also wir sind total für eure Veranstaltung. Eigentlich sind Autos fürs Museum gedacht, unbedingt. Und einmal im Jahr, so erlauben wir euch, auch unsere Fahrradstraßen zu nutzen, um dann eure Oldtimer-Rallye zu machen. Das ist gar kein Thema. Einmal im Jahr kriegen wir das hin. Das hat natürlich für Furore gesorgt in der Kleinstadt. Und der Mäzen auf einmal sehr freudig war, mit uns auch zu diskutieren, gedrungen natürlich in gewissem Maße, aber damit im Grunde solche frechen Aktionen Möglichkeitsfenster schaffen, um nochmal Themen zu setzen, um nochmal jenseits des konsumistischen Bitte, bitte, könnte nicht mal was verändert werden, uns als gestalterisches Subjekt zu verstehen und dementsprechend etwas wirklich als mit zu transformieren. Wir gehen noch ein paar Bilder weiter und sehen hier das sogenannte G-Zeug. Das kennt ihr vielleicht. Ein Professor aus Wien vor allem hat 1975 so das ins Leben gerufen. Übrigens auch durch die Straßenverkehrsordnung in Deutschland, Paragraph 25 müssen wir da uns angucken.
ermöglicht. Dort heißt es nämlich, wenn du sperrige Gegenstände als Fußgängerin mit dir rumschleppst, musst du die Straße nutzen, damit du keine anderen FußgängerInnen blockierst. Das Gehzeug ist also ganz rechtmäßig dort und zeigt, wie absurd die Platzverhältnisse sind. Und dementsprechend natürlich auch da Polizei die Straßenverkehrsordnung nicht kennt und dich dann wieder runterbringt, zu einer Straftat animiert, ganz komplexe Sache. Naja, wir gehen mal weiter und sehen noch ein bisschen Kommunikationsguerilla. Hier kurz vorm 1. Mai in Jena tauchen auf einmal Plakate auf an Bushaltestellen und überall in der Stadt, wo es heißt, Jena wird autofrei. Vielleicht, wer den Oberbürgermeister in Jena kennt, er wurde so gesichtmäßig reinretuschiert in dieses Sunset BMX-Foto. Und nun steht da auch Sondergenehmigung beantragen, info@jena.de, also direkt an die Stadt. Der Postkasten überquoll natürlich nach kurzer Zeit und Jena musste sagen und der Oberbürgermeister sich äußern, nein, das machen wir natürlich nicht, was für eine quatschige Idee. Sorgte aber dafür, es war im letzten Jahr, dass auf einmal es passieren musste, dass in die ganze Politik darüber diskutierte. Ah ja, die Grünen haben das Konzept Jena autofrei einfach übernommen, weil sie es wunderbar fanden. Die CDU musste auch Zugeständnisse machen. Naja, also das können wir jetzt nicht ganz übernehmen, auch wenn es gerade hitzig diskutiert wird und eine Mehrheit sogar findet in Jena. Aber so ein paar Sträßchen können wir mal uns überlegen als autofrei. Also was ich damit eben nochmal deutlich machen möchte, ist, solche Kampagnen können manchmal echt stark, obwohl es gar nicht dauert lange, diese zu kreieren, einiges bewirken. Wir gehen weiter zu einem Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, aktuell. 2019 war eine Großaktion, spektakulär, verschiedene Aktivistinnen, Block VW, also mitten in Wolfsburg. Hier gerade ein Zug mit Neuwegen aus dem Werk rausfährt und über den Mittellandkanal zum Halten gebracht wird und dann dieses sehr mediale I want you to panic zum Fotografieren für die Presse möglich war. Es wurde noch viel anderes gemacht, unter anderem im Foyer von diesem Autostadt, also wirklich, ja, ist ja so ein VW-Disneyland, Wolfsburg gäbe es auch unter VW gar nicht. Konkret aber an der Stelle ein großes Globus da in der Eingangshalle, der auch von Kletteraktivistinnen dann besetzt wurde mit so einer Ausrichtung auf, naja, also Kohleausstieg ist nicht genug, wir brauchen die Verkehrswende, öffentlichen Personennahverkehr für alle und frei, natürlich, besser ausgebaut und so weiter und so fort. VW reagierte sehr souverän, ganz genau. Und sagte nicht, Großaufgebot an Polizei, sofort alle festsetzen, sondern, ja wunderbar, dass ihr da seid. Wir haben euch Bionade und vegane Snacks unter diesen Globus hingepackt, kommt gerne runter und auch wieder hoch, kein Problem, dass ihr hier seid. Wir wollen ja diskutieren. Als dann aber um 20 Uhr Feierabend war und keine BesucherInnen mehr da waren, wurde auf einmal Alarmglocken ausprobiert und Strobolicht stattgefunden. Also dann war es vielleicht nicht mehr ganz so okay, dass diese AktivistInnen da waren. Warum ich dieses Bild drin habe, ist ganz aktuell, weil wir gestern ein Haus in Wolfsburg gekauft haben und VW ja einlädt, auch nicht nur Volkswagen zu denken, sondern Verkehrswende. Und konkret genau dieser Konzern gerade neben dem eh schon weltweit größten Automobilwerk, 2x4 Kilometer, also riesig groß, drüber im Norden noch ein Trinity-Fabrik, also ihr E-Auto-Flaggschiff. Nicht so für die kleinen Menschen, so in der Logik von Volkswagen ja normalerweise denkbar, sondern eher eine Kampfansage an Tesla und Co. Konkret an der Stelle E-Mobilität aber eh eine Scheinlösung ist, weil nichts sich verändern würde, außer eben der Antrieb. Das ist absurd. Konkret brauchen wir eine radikale Veränderung und wir sagen, das Trinity-Werk brauchen wir gar nicht neu bauen, denn in dem eh schon flächenmäßig größten Werk können wir ja wunderbar Straßenbahn und Co. bauen. Also Verkehrswende demnächst in Wolfsburg. Wer da Lust hat, sich zu organisieren, kommt gerne nach dem Vortrag vorbei. Coole Idee, Tobi, kurzer Hinweis, so noch für, du hast 5... Ja, perfekt. Das ist auch die letzte Folie, damit ich nochmal Sabine ein bisschen lasse. Und ende mit einer kleinen anderen Kommunikationsguerilla als Einladung sozusagen, wirklich kreativ zu werden. Am 30. August 2021 war auf einmal in Lüneburg, Hamburg, Bremen, Hannover, Göttingen, also allen großen Hauptbahnhöfen in Norddeutschland, vom Metronom bedient ja die meisten Strecken. Viele kennen den wahrscheinlich, so blau, gelb und weiß, Flyer auftauchend, Plakate auftauchend mit Wir testen den Nulltarif. Vom 30. August bis 5. September. Es passierte sogar, dass diese Flyer in den Zügen sich befanden und eine professionell gestaltete Website, auch dazu freie-fahrt-voraus.de, ganz genau in dem gleichen
Corporate Design und auch mit einem gleichen Narrativ, ein Kampagnenvideo, wo der Geschäftsführer von Metronom zu Wort kommt und sagt, das ist nur konsequent, dass wir jetzt weitere Wege gehen und den Nulltarif mal testen, um Druck auf die Politik auszuüben, weil am Ende können die das natürlich nicht entscheiden, das stimmt schon. Konkretes dazu führt, dass einige an Medien diese Pressemitteilung, die von dieser Kampagnenseite kommt, schon abdrucken. Einige SchaffnerInnen sogar die Flyer, die ja jetzt in diesen Zügen sich befinden, verteilen. Und weil es eine Hotline auf der Website gibt, mit Uelzener Vorwahl, weil in Uelzen Metronom unterwegs ist, das alles sehr seriös aussieht, sie da anrufen und dann von einem netten Daniel Pfeiffer in Empfang genommen werden, die dann so fragen, ja, wie sieht das aus? Ist das jetzt irgendwie wirklich Nulltarif oder nicht? Und dann natürlich gesagt wird, auf der Website steht das, da muss interne Kommunikationsproblematik vorliegen. 6 Stunden später sich Björn Pamperin meldet, der Pressesprecher von Metronom und dann doch über die vielleicht offizielleren Kanäle, YouTube, Instagram und Co., und dann sagt, indem er so einen Flyer in die Luft hält, Respekt, liebe Aktivistinnen, das ist richtig gut gemacht. Und wir fühlen uns auch geehrt, dass ihr uns gewählt habt. Aber, liebe Fahrgäste, Nulltarif gibt es leider bei uns nicht. Konkret in seinem ungefähr 2-minütigen Statement erlaubt er aber dann logischerweise, muss er aus Kulanz auch, 2-3 Tage alle Menschen nachzahlen zu lassen, was mittlerweile ja gar nicht so richtig mehr geht, von daher im Grunde 2-3 Tage Nulltarif stattfand und vor allem dafür sorgte, dass bundesweit durch eine dpa-Meldung fantastischerweise dieser Nulltarif diskutiert wurde. Vor allem auch, weil als dieser Fake dann aufflog, diese Kampagnenseite sich angeblich zu erkennen gab und meinte, ja stimmt, wir sind ein großes Bündnis an Klimagerechtigkeitsbewegung, also Robin Wood, BUND, Fridays for Future und so weiter und so fort. Darauf auch die Presse anspringen und merkte, oh wow, so ein großes Bündnis fördert das. 5 Minuten später bei Twitter aber zu hören und zu lesen war von Robin Wood und Co., wir finden die Idee großartig und die Aktion perfekt, inhaltlich sind wir bei euch, aber wir waren es gar nicht. Und dann in einer letzten sozusagen Fake-Spirale 5 kreative Aktivistinnen sich zu erkennen geben und sagen, ja, wir hatten die letzten 2 Wochen uns überlegt, mal Metronom uns das Gewand zu leihen, um damit im Grunde klarzumachen, Utopien jetzt zu leben, so nach dem Motto, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, diesen utopischen Rahmen zu schaffen, zu gucken, was wäre eigentlich, wenn? Und das ist ja ganz klar, denn ökologisch sinnvoll und sozial gerecht ist nur der Nulltarif. Und damit gebe ich vielleicht ab an dich, Sabine. Genau, das passt ja sozusagen direkt, weil du, Sabine, wolltest ja auch nochmal, du bist ja auch im Bereich 9-Euro-Ticket total involviert und das wäre ja sozusagen eine ganz wichtige Facette, nicht nur die Abkehr von der autogerechten Welt, sondern auch die hin zu einem richtig guten öffentlichen Nahverkehr. Und seit einiger Zeit dürfen wir das ja gerade alle ausprobieren und es ist richtig, richtig toll, es macht richtig Spaß. Was denkst du, wie geht's weiter? Also ich will erst noch mal anknüpfen an das Beispiel von Tobi, weil ich finde, dass sich enorm viel entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, was die Verkehrswendebewegung angeht, also die neue Verkehrswendebewegung. Denn dass die, ich sage jetzt mal die NGOs, die mit den Aktivistinnen in einem so freundschaftlichen Verhältnis stehen, ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht können sich manche daran erinnern, dass 2016 das Fahrradvolksbegehren in Berlin losgestartet ist, eine Graswurzelbewegung, die total dynamisch war, aber der zuständige Verband, der ADFC, der sozusagen etablierte Fahrradverband, hat gesagt, damit haben wir nichts zu tun und haben sich sogar dagegen ausgesprochen. Also das hat, an der Stelle hat sich total viel entwickelt und auch die Auseinandersetzung im Danni war ein Paradebeispiel dafür, was da an guter zivilgesellschaftlicher Annäherung stattgefunden hat. Und das ist nicht hoch genug zu schätzen, weil die Gefahr, dass sich verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Logiken, auch innerorganisatorischen Logiken, einander im Weg stehen und sich gegeneinander aufstellen, ist gar nicht so klein. Insofern finde ich es ganz, ganz toll, dass es so ist und dass da so ein Boden bereitet wurde, bis hin zu den Protesten bei der IAA in Frankfurt, wo die einen Sand im Getriebe sich vor die Messehallen gesetzt haben, zu blockieren und Greenpeace und andere zur großen Fahrraddemo aufgerufen haben und das alles unter einem Dach und keiner hat sich vom anderen distanziert. Und das ist schon eine wichtige Qualität. Und da komme ich jetzt zur Initiative 9-Euro-Ticket weiterfahren. Da konnte ich sozusagen als Geburtshelferin tätig werden und es ist mir deshalb leicht gefallen, weil es eben an ganz vielen Stellen solche
persönliche Bekanntschaft, Vertrauen in Aktivitäten, in Diskussionsrunden gibt, das erwachsen ist. Dafür braucht es auch Menschen, die dafür sorgen, dass es erwachsen kann. Also es braucht sozusagen diejenigen, die auch die Aktivismus und Organisationen gut zusammenbringen können und da so eine Scharnierfunktion übernehmen. Das ist auch total wichtig, auch in die Gewerkschaften hinein übrigens. Und da ist auch wirklich was entstanden. Es gibt auch Bündnisse, das Bündnis für sozial gerechte Mobilität, das Bündnis ÖPNV braucht Zukunft, das entstanden ist aus der Tarifauseinandersetzung von Verdi mit Fridays for Future zusammen. Die haben auch da sehr gezielt Organiserinnen eingesetzt. Deshalb war es jetzt tatsächlich möglich, innerhalb von 14 Tagen eine staatliche Gruppe von 50 InitiatorInnen auf die Beine zu stellen, die eben aus den verschiedensten Bereichen kommen, aus Klimabewegungen, aus Verkehrswendeorganisationen, aus aktivistischen Kreisen, aus Gewerkschaften, aus Kunst und Wissenschaft. Genau. Und die Forderung ist, dass dieses 9-Euro-Ticket weitergeht. Es gibt die Webseite dazu. Ich lade euch ein, euch da einzuklinken. Wir werden am 28. August einen dezentralen Aktionstag machen, bundesweit, wo möglichst viele vor Ort auch zusammenkommen sollen. Die Idee ist auch, dass wir mit den Unterschriftenlisten möglichst dort unterwegs sind, wo viele arme Menschen zum ersten Mal erleben, was es bedeutet, mobil zu sein. Also wir haben da auch Zuschriften gekriegt, wo irgendwie Leute sagen, oh, ich war in Bielefeld bei meinen Verwandten mit meinen zwei Kindern, das konnte ich mir vorher überhaupt nicht leisten. Jetzt konnten wir die mal besuchen, so toll. Also das ist ein super wichtiger Punkt. Und auch eine neue Qualität, die ich sehr bedeutsam finde, ist, dass die Frage sozialer Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit sehr, sehr stark inzwischen zusammengedacht und zusammen diskutiert wird und dass es da nicht ein Gegeneinander-Ausspielen gibt. Also da spielen auch die Sozialverbände, finde ich, eine wichtige Rolle, aber eben auch ein Teil der Klimabewegung, die da sehr, finde ich, sehr reif und sehr klug argumentiert, weil es eben nicht die Armen sind, die den Planet zugrunde richten, sondern im Gegenteil, diejenigen, die das höchste Einkommen haben, haben auch den größten ökologischen Fußabdruck und es geht darum, soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit zusammenzubringen. Und das heißt eben, alle sollen mobil sein, aber mit deutlich weniger Verkehr. Und von den Armen haben 80% sowieso kein Auto. Ja, vielen Dank, Sabine und Tobi. Vielleicht kurzen Applaus für euch. Ihr habt euch ja unglaublich gut ergänzt mit den Beispielen. Ihr wart auch schon auf manchen Podien zusammen, habe ich ja auch gelernt. Und letztlich hast du angefangen, Sabine, mit der Aussage, dass Verkehr ein zutiefst soziales Phänomen, eine zutiefst soziale Frage ist. Und genau mit dieser Frage hast du am Schluss ja auch geendet, im Sinne von Machtverhältnissen entlang von klassistischen Verhältnissen und die Teilhabe auch von Menschen in Armutslagen an Mobilität und Verkehr. Wir haben natürlich am zweiten Schritt noch einen Austausch noch mit weiteren Personen auch zum Thema Verkehr. Ich würde gerne aber noch so 2, 3 Fragen zulassen. Ich möchte es heute ein bisschen mehr nachsehen. Ich bin so die ungemütliche Zeitwächterin hier, aber es ist heute echt sehr heiß. Ich glaube, nachher alle wollen auch was trinken und zu lange zuhören, so toll die Impulse auch sind. Irgendwann sind alle ein bisschen müde und K.O. Deshalb gucke ich, dass es nicht zu lang wird. Und nach dem Podium machen wir eine kleine Pause. Könnt ihr euch alle was zu trinken holen und kurz aufstehen. Und dann gehen wir nochmal ins Gespräch und schauen auch so ein bisschen in die Freiburger Lokalpolitik. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, so 2, 3 Impulse können wir, glaube ich, noch zulassen. Und genau, da kommt schon die erste Frage. Ich gebe das Mikrofon ab und du musst relativ nah reinsprechen. Also vielen Dank für den tollen Vortrag von euch beiden. Was mir ein bisschen kurz gekommen ist, womit ich immer wieder konfrontiert werde, ist die Arbeitsplatzfrage, die in diesem Verkehrssektor drin ist. Es war früher schon bei der ÖTV mit der Atomkraft, dass die ÖTV da nicht dagegen war, weil das sind ihre Arbeitsplätze und das ist jetzt bei der IG Metall mit den Autos. Mhm. Kannst du auch direkt beantworten, würde ich sagen, ne? Dass wir
Das Interessante ist, dass eigentlich gerade das Gegenteil des Problems ist. Also dass der Ausbau von Bahn und öffentlichem Nahverkehr tatsächlich dadurch erschwert wird, dass es viel zu wenig Arbeitskräfte gibt. Also die Busfahrerinnen und Busfahrer beispielsweise, davon werden in den nächsten, inzwischen sind es nicht mehr 10, sondern nur noch 9 Jahre, die Hälfte in Rente gehen. Die haben einen ungeheuer großen Krankenstand, weil die Arbeitsbedingungen so mies sind und der Druck immer größer wird. Das ist auch eine Folge von Privatisierung und sozusagen Ausschreibungswettbewerb. Und es ist jetzt schon so, also in Kassel ganz konkret, dass Linien, die zwischendurch im 10-Minuten-Takt gefahren wurden, jetzt wieder gestreckt werden, weil sie nicht genügend Busfahrerinnen und Busfahrer finden. Im Bereich der Fahrzeugproduktion, es gibt kaum eine Kommune oder einen Landkreis oder einen Verkehrsverbund, die in rascher Zeit ihre Kapazitäten aufstocken können, weil die Wartezeiten auf neue Fahrbahnen, Regionalbahnen, Straßenbahnen oder auch Busse enorm lang sind, zum Teil 5 bis 6 Jahre. Und in einem Gespräch mit Kommunalpolitikern im Bundestag hat die Verkehrsdezernentin von Nürnberg gesagt, wissen Sie, nicht nur die ganze Republik bestellt, sondern die ganze Welt bestellt. Also das ist eigentlich ein riesiger Markt, aber also es gibt ja überall Fachkräftemangel und es gibt das Problem, dass die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen nicht super attraktiv sind. Aber es ist keineswegs so. Es gibt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade eine super ausgearbeitete Studie, wo sie das auch nochmal auf den Fahrzeugbau runterbrechen, also Automobilproduktion runterfahren und stattdessen die notwendigen Fahrzeuge für die öffentlichen Verkehre herstellen. Und die kommen dazu, dass es kein Problem ist, weil natürlich auch im Automobilsektor Leute in Rente gehen. Ja? Also das ist nicht in echt ein Problem, es ist mehr die Herausforderung, eine Ausbildungs- und Einstiegsoffensive auch politisch zu fahren und Langfristigkeit zu sichern und natürlich die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das hat auch ganz viel mit mehr Personal zu tun. Also letztlich auch eine ganz starke Veränderung in unseren Köpfen, wo wollen und können wir arbeiten und welche Arbeitsplätze sind sinnvoll. Und schon immer in unserer menschlichen Geschichte haben sich auch die Möglichkeiten, wo Menschen arbeiten, verändert. Stichwort Digitalisierung oder die Zeit, als es noch gar keinen Autobau gab und so. Wir haben schon immer als Menschheit damit gelebt und da müssen wir jetzt einfach wieder einen großen Schritt machen, aber er wäre möglich, wie du ja gerade gesagt hast. Ne? Und wir wollen eigentlich auch alle Arbeitszeitverkürzung. Also das ist eine ganz naive Frage oder Anmerkung. Sie sind Politikerin oder waren. Sie haben jetzt dargestellt, es gibt diese dollen, irren Kapazitäten in der Automobilindustrie, deren Produkte wir aber eigentlich gar nicht mehr wollen. Und die zu geringen Kapazitäten in der Industrie, die eben jetzt Straßenbahnen bla 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 herstellt. Ja, kann man, also wäre es, wenn Politiker die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen würden, wäre es möglich, einfach diese Ressourcen sozusagen umzulenken? Ich meine, klar. Sie verstehen, was ich meine. Ganz klar, also das ist natürlich möglich. Und die wenn der Verkehrsminister total einfach anders ticken würde oder so? Ja, weil also es gab immer auch Situationen, wo in kürzester Zeit, jetzt ist es ein Negativbeispiel, auf Kriegsproduktion umgestellt wurde. Also so eine, und inzwischen sind es ja ganz viel computergesteuerte Maschinenproduktionsanlagen, die man auch anders steuern kann. Also es ist kein Fingerschnips, aber es ist natürlich möglich. Es ist immer so, der Wille zur Transformation letztlich steckt dahinter. Ne? Eine Frage würden wir noch machen. Ja, ich möchte nur sagen, dass das Problem, dass der Straßenbau ja bisher immer groß bevorzugt wird. Das ist schon seit Jahren so. Und ich frage mich, wie man das anders machen könnte. Es geht nicht so weiter. Ja. Wenn die Beine so das 9 Euro gibt, ist total überlastet, ja. Flüge fallen aus, überall.
Total. Ja. Total. Deshalb ist es auch eine ganz zentrale Forderung, dass Schluss damit sein muss, das Falsche zu machen. Also damit wäre ja schon viel gewonnen, wenn nicht mehr jedes Jahr 3 Milliarden Euro in zusätzliche Autobahnkapazität gesteckt würde. Also da ist nichts repariert, keine Brücke und gar nichts. Da ist nur verbreitert von 6 auf 8 Spuren und so weiter. Und das Zweite ist, dass natürlich zu dieser Forderung 9-Euro-Ticket gehört, die Subventionen für die Autofahrerei, die Autokaufprämien, die Dieselsubventionen, die Dienstwagenbevorzugung runtergefahren und abgeschafft wird, weil damit natürlich auch finanzielle Möglichkeiten entstehen, neue, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Also diese Umverteilung knapp auf den Punkt gebracht, Bus und Bahn statt Autobahn. Das finde ich eigentlich eine total gute Losung und in die Richtung muss es gehen. Und ich glaube, das verstehen auch die allermeisten Leute. Das 9-Euro-Ticket hat ja, obwohl natürlich auch viel Frust entstanden ist, aber insgesamt dazu geführt, dass das Thema, wie es eigentlich um den öffentlichen Nahverkehr in unserem Land bestellt ist, plötzlich ein gesellschaftliches Thema geworden ist, dass es politisiert wird, diese Frage, und damit quasi auf die Tagesordnung gesetzt. Und keiner kommt mehr eigentlich dran vorbei. Das war zuvor gar nicht der Fall. Das war eher so ein Spezialthema für Nerds oder für die Gewerkschaft oder so. Und jetzt ist es mitten in der Gesellschaft. Und 65% der 30 Millionen, die das 9-Euro-Ticket genutzt haben bisher, sind zufrieden damit. Das finde ich auch nochmal total bedeutsam. Es ist ein unglaublicher Rückenwind. Und die Vorstellung, dass es ausläuft und plötzlich ein Monatsticket wieder 60 oder 80 Euro kostet, plus das, was die Verkehrsverbünde noch aufschlagen müssen, weil die Energiekosten gestiegen sind, das ist der Horror. Zusammen mit den Gaspreisen und so weiter. Also ich finde auch vor dem Hintergrund, was jetzt im Herbst nochmal an krasser Bedrohung auf die Leute zukommt, die wenig Einkommen haben, und es sind viele, dass man da nochmal ganz stark machen muss, dass wir drum kämpfen müssen, dass wenigstens an der Stelle nicht nochmal der Knüppel kommt, und das verbinden müssen mit einem Kampf um Energieversorgung für alle und dafür steigende Tarife für die Vielverbraucher und solche Sachen. Ne? Ja, also. Vielleicht möchte ich da auch noch ergänzen, in Deutschland ist jedes fünfte Kind oder jeder junge Mensch unter 18 Jahren von massiven Armutslagen betroffen. Das ist keine kleine Zahl, wo man denkt, naja, das sind ein paar. Und die Zahlen nehmen gerade eher zu infolge der Pandemie und der Energiekrise. Deshalb ist das eine ganz wichtige Frage, diese soziale Frage auf Mobilität. Und das Abschlussstatement hast jetzt du, Tobi. Oh je, was für ein Druck. Aber wir kriegen das hin. Also wichtig natürlich, die soziale mit der ökologischen Frage nicht gegenseitig ausspielen. Das ist ja ganz klar. Und dementsprechend auch die Konversionsgedanken klarmachend. Wir brauchen einfach nur Umgestaltung des Ganzen. Konkret ist mir wichtig, nochmal auch deutlich zu machen, dass wir heute wieder in Deutschland 8 bis 9 Menschen sterben lassen werden im Straßenverkehr. Über 1000 Verletzte. Weltweit sind das sogar 3700 Menschen, die sterben. Die getötet werden, wenn wir so wollen. Wenn ein anderes Verkehrsmittel, man stelle sich vor, Bahnverkehr, Flugverkehr, Schiffsverkehr, so dramatisch gefährlich wäre, würde es sofort verboten werden. Aber das Automobil, kein Problem. So ist es halt. Und dementsprechend nochmal vielleicht auch ein bisschen Hoffnung machen, dass es nicht schon immer so war. Das Auto ist eine relativ junge Erfindung. Und vielleicht in einem kleinen Abschlusszitat von Wolfgang Sachs, die Liebe zum Automobil, 1984 schon, zitiert er dort einen offenen Brief an den Polizeipräsidenten, erschienen in Le Journal, 1896. Haben wir das noch? 2 Minuten? Sehr geehrter Herr Polizeipräsident, gestern Abend um 6 bin ich auf der Rue de Coucoulel mit meiner Frau und meinen Kindern fast von einem Herrn, der auf einem Automobil mit der Geschwindigkeit einer Lokomotive dahinraste, überfahren worden. Ihn festzuhalten war natürlich unmöglich. Der Polizist, an den ich mich wandte, um ihn zu fragen, ob dieser Herr in der Nachbarschaft wohnt und ob wir eine Chance hätten, ihn wiederzufinden, gab mir zur Antwort: Oh Gott, mein Herr, wir sind ohnmächtig gegenüber diesen Leuten. Sie wissen genau, dass sie sich durch Flucht entziehen können. Sehr geehrter Herr Polizeipräsident, es ist erforderlich, dass Sie schon morgen und nicht erst in 6 Monaten diese Raser verpflichten, eine sichtbare Nummer zu tragen, mit deren Hilfe man Sie nach Ihrer Flucht wieder auffinden kann.
In der Zwischenzeit gehöre ich zu den Leuten, die der Auffassung sind, dass es auf den Pariser Straßen keine Sicherheit mehr gibt. Und da Ihre Polizisten sich für ohnmächtig erklären, habe ich die Ehre, Ihnen zu erklären, dass ich von heute ab mit einem Revolver in der Tasche ausgehen und auf den nächsten verrückten Hund schießen werde, der mit seinem Automobil die Flucht ergreift, nachdem er drauf und dran war, mich und die Meinen zu überfahren. Ich möchte damit keinen Aufruf zum Revolver machen, aber sich zum einen die Normalitätsvorstellung, dass es nicht immer so war, und klar auch wirklich die Gefährdung dessen, was aus diesem motorisierten Individualverkehr ausgeht, sich klar zu machen. Nicht nur ökologisch, sondern auch sozial an der Stelle ganz deutlich. Uns gehören die Straßen. Und wer noch einen sozusagen ein bisschen mehr tanken möchte von diesem unkonventionellen Blick auf die vermeintliche Normalität, der kann am Sonntag, diesen Sonntag um 13.30 Uhr Deutschlandradio Kultur einschalten. Da ist nämlich ein 1,5-stündiges Gespräch mit diesem Hermann Knoflacher, dem Wiener Verkehrsprofessor, inzwischen emeritiert, der wirklich ganz großartig einem auch Augen öffnen kann und total gute Beispiele hat und lebendig und lustig ist. Alles klar, vielen Dank. Da können wir noch vertiefen. Vielen Dank für das Teilen eurer Expertise. Wir sind sozusagen, haben damit so den ersten Vortragsteil gemacht. Ich würde jetzt gerne eine kleine Pause machen und einfach euch einladen, dass ihr euch vielleicht noch ein Getränk da vorne holt oder ein Stückchen Wassermelone, kurz aufsteht, vielleicht auf die Toilette geht, je nachdem. In der Zwischenzeit wenn wir ein bisschen regionalere Perspektiven noch kommen und vielleicht, dass wir gucken, dass ihr wirklich kurz aufsteht, euch was holt und dann relativ wiederkommt, dass wir jetzt nicht so eine lange Pause machen, um es nicht zu weit nach hinten zu ziehen. Genau, da werden wir noch so ein paar Konkretisierungen in der Verkehrswende gemeinsam überlegen. Ja, so Viertel vor ungefähr, genau. Ja. So, genau, wir würden gerne in den zweiten Teil ich habe ja immer noch die Hoffnung auf die Verkehrsrevolution, auch wenn wir noch meilenweit von der Verkehrswende weg sind und noch weitere mögliche Wege suchen. Wir haben jetzt hier sozusagen Zuwachs bekommen, bisschen auch damit aus die Perspektive vor allem auch der Region Freiburg im weitesten Sinne. Ich möchte es tatsächlich nicht so machen, dass ich euch vorstelle, weil ich finde, das könnt ihr selber viel besser. Wir haben uns so überlegt, miteinander abgesprochen, dass wir so, ich glaube, wir hatten mal so drei bis vier Runden geplant, in der Hoffnung, dass wir dann auch noch ein bisschen Zeit wieder haben, Möglichkeit haben, in Austausch zu kommen, aber sonst auch nachher vorne noch miteinander sprechen können oder draußen. Die erste Runde ist sozusagen, geht es darum, dass ihr drei, die jetzt neu gekommen sind, dass ihr euch kurz vorstellt und vor allem sagt, in welchem Bereich ihr engagiert seid und warum euer Herz so für die Verkehrswende schlägt. Konrad, fängst du an? Gerne, ja. Mein Name ist Konrad Otto Zimmermann. In welchem Bereich der Verkehrswende habe ich mich engagiert? Es fing an schon vor meinem Studium, als ich in Bürgerinitiativen in Niedersachsen aktiv war, im Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen, auch im Bundesverband BBU. Und in der Zeit habe ich im Rahmen eines Projekts den Begriff Öffi sozusagen erfunden. Und seitdem gibt es den regional mehr oder weniger. Er wird in Österreich sehr viel benutzt. Im Hamburger Bereich hört man es bisweilen anderswo gar nicht. Aber meine Beobachtung war, wenn man im Familienkreis oder im normalen Umgangssprachlichen spricht von öffentlichem Personennahverkehr oder noch schlimmer ÖPNV, was ich für einen Verbalmasochismus halte, dann müsste man eigentlich einen netten Begriff haben, wo man das Phänomen liebevoll beschreibt und nicht technokratisch. Dann war ich beim Umweltbundesamt in meiner ersten Stelle und hatte das Glück, das erste deutsche Modellvorhaben fahrradfreundliche Stadt konzipieren und initiieren zu können. Da war ich also in Sachen Fahrradförderung aktiv. Dann ging ich zur Kommunalentwicklung Baden-Württemberg in Stuttgart. Das war die Phase, jetzt auf Verkehr und Mobilität bezogen, wo ich das Konzept Umweltverbund erstmals beschrieben und den Begriff geprägt habe.
Auch das war sehr wichtig, dass man für etwas, was in der Luft liegt, dass man dafür einen Kristallisationskern findet. Das war ja nicht eine Neuerfindung. Die einzelnen Ingredienzen gab es ja alle. Aber dass man etwas, was man bisher nur beschrieben hat mit zu Fuß gehen, Fahrrad fahren und öffentlichen Nahverkehr benutzen, auch wieder sehr stelzig, dass man dafür einen Begriff hat, ermöglicht, dass man es auch denkt und fördert. Denn man kann eigentlich nur fördern, was man auch begrifflich fassen kann. So, dann war ich bei der Stadt Freiburg, aber nicht in Sachen Mobilität aktiv. Dann bin ich zum Internationalen Städteverband ICLEI gegangen und hatte in der Zeit das Glück, 3 Projekte initiieren und strategisch leiten zu können, wo jedes Mal ein ganzes Stadtquartier, für einen Monat autofrei wurde. Die Autos wirklich weggeparkt wurden aus dem Gebiet heraus. Man am Tag des Beginns des Vorhabens wirklich eine leere Straßen fand und wir haben dann dort sehr viele kleine Fahrzeuge hereingebracht, kleine Elektrofahrzeuge, kleine muskelbetriebene Fahrzeuge reingebracht, die Leute zum zu Fuß gehen und benutzen des öffentlichen Nahverkehrs, der Öffis, zu motivieren. Und das sind 3 Projekte, die mehr oder weniger erfolgreich in 3 verschiedenen Ländern liefen, also nicht in Deutschland, und die in Büchern aber sehr eingehend beschrieben sind. Wer sich also interessiert dafür, wie man so etwas aufsetzen kann, dass ein ganzes Stadtquartier autofrei lebt für einen Monat, der findet da Material. So, und jetzt im Augenblick bin ich mit einem kleinen eigenen Studio unterwegs, auch in Sachen Feinmobilität. So, das ist die Beschreibung von dem, wie ich mich da engagiert habe und warum. Tja, Stadtqualität, Gesundheit, Umwelt, Klima, es gibt genügend Gründe. Ich glaube, die muss man gar nicht ausführen und begründen. Ja, super. Vielen Dank für die Geschichte auch deines Engagements. Miriam, wie ist es bei dir? Du bist ja noch nicht so lange im Verkehrswendeaktivismus. Nein, also das ist das absolute Gegenteil. Ich kann 2 Jahre vorweisen. 2020, mitten in der Pandemie, sind wir in Gottenheim und da war ich federführend dabei. Gottenheim ist eine Stadt hier in der Nähe von Freiburg, vielleicht nur für ein die, so die nicht kleines von hier kommen. Dorf. Ne? Ein Dorf, ja. Okay. Ich erzähle gleich, wo das liegt. Also in Gottenheim haben wir dann gesagt, in ganz kleinem Kreise, vielleicht müssen wir doch das Nein laut aussprechen. Und das war das Nein zum Weiterbau der B31 West. Und ich will kurz zum Verständnis sagen, die B31, die kommt ja, ne, vom Bodensee und dann ist der Zubringer Mitte. Und da, wo es weitergeht, Zubringer Mitte bis Umkirch und Gottenheim, das ist, sage ich mal, unser erster Bauabschnitt. Irgendwann hieß es, man wolle zwischen Freiburg und Breisach eine B31 bauen. Und dieser erste Bauabschnitt ist aktuell gebaut und befahren. Und jetzt geht es seit vielen Jahren darum, weiter zu bauen bis Breisach. Und die ganze Geschichte hat in unserer kleinen Region Befürworter gehabt und Gegner. Und es gab so großen Streit bis in die Familien hinein, dass irgendwann die Ortschaften etwas sehr Kluges gemacht haben. Sie haben das Thema tabuisiert. Und daraufhin konnten wir in unseren Dörfern wieder in Frieden zusammenleben. Das große Problem war, das Ding ist im Bundesverkehrswegeplan drin, in oberster Priorität. Und dem ist es total egal, ob wir in unseren Dörfern streiten oder nicht und ob wir das Thema tabuisieren oder nicht. Die Maschinerie geht weiter. Und das wussten wir. Und ich bin Gemeinderätin dort und habe gedacht, ich kriege nicht mal das Thema auf die Tagesordnung. Als würde das nicht direkt an unserem Dorf vorbeigehen, unser Naherholungsgebiet etc. zerstören. Und so kam es, dass irgendwann wir gesagt haben, einer muss sich trauen zu sagen Nein. Es gab ältere Bürgerinitiativen von der Historie her aus anderen Ortschaften entlang der Trasse, zu Breisach dazugehörig, Gündlingen, Hochstetten, kleine Dörfer, Merdingen. Die hatten, sage ich mal, mutig, langjährig Bürgerinitiativen noch mit dem Namen Kai Bundesstroß vor unsere Haustür. Aber merkt ihr was? Das war so schwierig, ganz Nein durfte man nicht sagen. Und man lebt ja im Ort. Merdingen genauso, Hochdeutsch, keine Bundesstraße auf Merdinger Gemarkung. Und wir haben irgendwann gesagt, nein, die Zeit rennt uns davon, einer muss sich trauen, Nein zu sagen. Und im Vorfeld haben mir Leute gesagt, Miriam, mach das nicht. Du wirst das Dorf spalten. Wirklich, O-Ton von, sage ich mal, Funktionären. Und wir haben dann
gesagt, nein, der dieses Wort sagt, Dorfspalten, der spaltet. Wir treten an, sachlich, weil aufgrund der Tabuisierung wusste kein Mensch, was da stattfindet. Was sind die echten Folgen? Alle haben nur gedacht, ha ja, da steht ja die Brücke, also muss man weiterbauen. Das ist der Hintergrund, genau 2 Jahre, mitten in der Pandemie. Und seither mache ich einen Steilstart, lerne von Konzepten, Vorbildern, Symbolen etc. Alles ehrenamtlich. Wir sind unwahrscheinlich stolz, was wir hingekriegt haben und gleichzeitig schweißgebadet. Aber es ist spannend. Und was unser ganz großes Ding ist oder wo ich so stolz bin, wir sind 2020 angetreten in Gottenheim und haben gesagt, erst müssen wir ganz kurz uns um Gottenheim kümmern und dann machen wir sofort Schulterschluss mit allen an der Trasse. Und wir haben es geschafft. Und es ist ein Wahnsinnserfolg, weil vorher haben alle gegeneinander gekämpft. Die haben gesagt, oh, nicht auf unserer Gemarkung, vielleicht lieber da drüben. Ja, und die da drüben haben gesagt, oh, wenn es bei uns nicht ist, eigentlich eine super Straße. Aber das ist ein winzig kleines Tal. Also ne, Umkirch kennt ihr, da geht es quasi geradeaus. Bei Gottenheim biegt es dann so ab und geht Richtung Breisach. Breisach liegt am Rhein. Rechts und links haben wir Kaiserstuhl, Thuniberg, schönste Natur. Dann das Tal, da ist schon eine Bahnlinie, da sind auch schon 2 Landstraßen, da sind Dörfer, da ist wunderschöne Landwirtschaft, Wiesen. Ich lade ein zum Radtouren machen, da sind aber auch Hochwasserschutzgebiete für HQ100, wo es dann da versickern soll. Ihr merkt, wer da versiegelt werden soll. Wir haben 2 Wildtierkorridore internationaler Art. Da laufen die nämlich von Vogesen zu uns rüber. Das wird alles versiegelt, zerschnitten, zerstört. Wir kommen nicht mehr raus. Unsere Naherholung liegt dann hinter der B31. Ich weiß nicht, ob wir dann fliegen sollen. Wir haben sogar ein Moor. Genau durch das Moor geht der Trogbau unter der Bahnlinie durch. Jetzt, warum schlägt mein Herz für die Klima, die Verkehrswende? Ja, ich habe nur eine Gegenfrage. Entschuldigung, warum der Blödsinn? Warum dieser Blödsinn? Und da kommt sozusagen der Punkt, man muss eigentlich, es muss einem am Herzen liegen und ich sehe auch diesen Teufelskreis, weil wenn unsere Naherholungsgebiete von unseren Ortschaften abgeschnitten werden, wenn die plötzlich hinter der B31 sind, ja, dann müssen wir ins Auto steigen, um dahin zu fahren. Das heißt, bevor ein Auto rollt, bevor das CO2 ausgestoßen hat, schon dieser verflixte Straßenbau setzt einen riesigen Teufelskreis in Gang. Plötzlich müssen alle ins Auto, um irgendwo an einen Ort zu fahren, um da joggen zu können. Plötzlich brauchen wir ganz viele LKWs, die Nahrungsmittel in unsere Region bringen, weil wunderbarer, hochfruchtbarer Boden versiegelt wird, der der Landwirtschaft gehört hat. Also allein der Bau macht diesen Teufelskreis. Und die B31, habe ich sehr schnell realisiert, ist ein Beispiel. Weil ich aber ehrenamtlich bin, muss ich mich auf irgendwas konzentrieren. Also wir kämpfen jetzt für dieses oder gegen dieses Beispiel, aber uns ist völlig klar, es geht um die allgemeine Verkehrswende und den Klimaschutz. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Volker, das ist ja auch eine gute Überleitung letztlich zu dir. Mehr Straßen heißt mehr Autoverkehr. Was machst du? Was ist dein Engagement? Ja, in der Tat ist es so, dass wir auch mit dem Blick nach Westen engagiert sind für das, was hier auf der Schiene B31 West mitten durch Freiburg, dann ab über das Höllental in den Hochschwarzwald. So sehen wir die Planung zu dem, was mit der Autobahn, dem Stadttunnel mit 2 Autobahnvollanschlüssen mitten in der Stadt Freiburg geplant ist. So eingeordnet sind wir fester der Überzeugung, dass es mit so etwas wie Klimaschutz und Verkehrswende eigentlich völlig irrational ist, solche Projekte zu planen, weiter zu anzuschieben und nicht bereit zu sein, sozusagen eine offene Diskussion zu diesem Thema zuzulassen bzw. zu fördern. Wir haben meiner Ansicht nach von daher ähnlich wie bei der B31 West, haben wir mit
der Achse, die dann durch den Hochschwarzwald geht, den Fokus nicht nur auf das, was das für die Stadt Freiburg bedeutet, sondern was es eben auch für den Westen und für den Hochschwarzwald bedeutet. Denn die Probleme werden natürlich nur verschoben, wenn wir in dem Fall davon ausgehen, und das ist unsere Überzeugung, dass wir versuchen müssen, dieses Projekt wirklich in den großen Zusammenhang zu stellen, dass Klimaschutz und Verkehrswende damit nicht vereinbar sind. Was ich aber nur jetzt zu meiner eigenen Person sagen will, ich bin seit 91 in Freiburg und wir haben relativ früh zu diesem Thema Ökologie, Nachhaltigkeit, Klima, haben wir ja oben, jeder weiß, dass ich da im sportlichen Bereich tätig war, haben wir die Maßnahmen ergriffen an dem alten Dreisamstadion, dass wir das erste Photovoltaik- und Solardach hatten. Da ist es wirklich so, dass ich da unterstützt worden bin und das durchsetzen konnte und bedanke mich bis heute immer noch bei den Vorstandsleuten, die das mitgetragen haben, obwohl es damals einfach nicht nur sehr neu und sehr früh als Gedanke da war. Und hier haben wir tatsächlich jetzt eine Situation, dass wir die Ersten waren, die mit der Eisenbahn gefahren sind zu den Spielen. Das hat ganz große Aufregung gemacht. Da waren dann die Fernsehkameras für jede Sportschau, standen immer schon am Bahngleis, wenn die Freiburger kamen, mit der Bahn. Ja? Und auch da ist es, kann ich nur sagen, Dankeschön, dass ich mich da durchsetzen durfte, weil es in der Tat sinnvoll war, die Spiele mit der Bahn hin und zurück. Damals war die Bahn noch viel pünktlicher, noch viel regelmäßiger. Es gab noch nicht so viele Ausfälle und man brauchte keine Angst haben, dass da irgendwas schief läuft. Man kam schon richtig an sozusagen. Und deswegen ist das auch so ein kleiner Bereich, den ich sage, für die Motivation in dem Bereich, auch im Verkehrsbereich etwas zu machen, hat das so ein bisschen auch damit zu tun, dass Freiburg als Green City, finde ich, offen und bereit sein sollte, auch dieses Tunnelthema und diese Autobahngeschichte einfach neu zu überdenken, weil sie, der Paradigmenwechsel hat stattgefunden. Es ist ohne jeden Vorwurf an die Entscheidung damals. Die Dinge haben sich geändert. Wir haben Dringlichkeiten bekommen, die viel, viel wichtiger sind, als hier noch mehr Verkehr durch den Ausbau des Tunnels nach Falkensteig, nach Hinterzarten. Dort sind auch zwei Tunnel mal geplant gewesen, die im Bundesverkehrswegeplan keine Chance haben, irgendwie in den nächsten Jahren eine Rolle zu spielen. Und wir würden also dann tatsächlich das Problem nach dorthin verlagern. Deswegen wäre es gut, wenn B31 West nicht gebaut wird, ja, sodass also tatsächlich dann auch nicht das Nadelöhr praktisch hier in Freiburg nochmal verstärkt wird. B31 nein, Tunnel und Autobahn mitten in Freiburg nein. Dann schonen wir ganz viel und tun sehr viel für den Hochschwarzwald und für Natur und Entwicklung. Ja, so das ganz kurz. Und wir mit Stadttunnel.de heißt, also Stadttunnel-Engagement heißt Stadttunnel mit 3T, also nicht Pro-Tunnel, sondern Stadttunnel. Und wir machen das tatsächlich seit auch ungefähr 3 Jahren in Enger. Es ist mal losgegangen, auch mit dem Dreisamen-Forum, die Gruppe um den Rechtsanwalt Kurt Höllwart, mit denen zusammen wir immer wieder auch zum Beispiel aktuell die Forderung aufstellen, Transitverkehr raus. Ich habe noch nie eine Stadt tatsächlich, weil ich nur im Sport viel rumgekommen bin, selten oder fast noch nie eine Stadt gesehen, wo mitten durch die Stadt so viele LKWs fahren wie in Freiburg. Und die Zunahme der letzten, da gibt es die aktuellen Zahlen vom IHK sind zwischen 2009 und 2019, gab es also eine Steigerung von 60,74% der Sattelzüge und des Schwerverkehrs. Der Pkw-Verkehr selbst nur 1,7%, aber auch eine Zunahme von Lieferwagenverkehr 43%. So, und dann gibt es diese berühmte Geschichte mit dem Transit, mit den vielen LKWs, die hier teilweise vorne am Triebwagen haben sie ein polnisches Nummernschild, hinten rumänisches. Und diesen Bereich will ich jetzt nicht ansprechen, das würde zu weit führen, aber er ist unappetitlich, er ist nicht gut. Das sind die ausgeflackten LKWs, die so ähnlich ausgeflackt sind wie
auf den Weltmeeren die Containerschiffe, die dann unter Panama-Flagge und so weiter fahren. Es hat im Wesentlichen wirtschaftliche, finanzielle Gründe, was da passiert. Kein schönes Thema, aber von daher ist es aber auch in dem Fall wichtig, dass diese Arbeitskräfte, die eben mit Billiglöhnen, Rumänien, Bulgarien und so weiter, da hier auf unseren Autobahnen unterwegs sind, denen kann man im Grunde überhaupt nicht böse sein. Aber das ist kein schönes soziales, sage ich mal, einfach Ereignis, was man da beobachten kann. Ja, ja, das gut. Kurz dazu. Ja, gut, vielen Dank für das, was hier in Freiburg passiert. Ihr seht auch so ein bisschen, im Osten gibt es eine Initiative, im Westen ist eine Initiative. Und hoffen wir, dass all dies auch Wirkung entfaltet und von lokaler Ebene auf weitere Ebenen wirkt. Ich habe so ein bisschen noch überlegt, was ist vielleicht wichtig, weil hier sitzen ja ganz viele Menschen, die ganz viel Erfahrung im Bereich Verkehrswende haben, und es wäre schön, wenn sie euch heute Abend ein bisschen was davon mitgeben, weil wir ja alle weniger noch sehr viele Fragen und vielleicht nicht die, wir alle haben ja noch nicht die den Hebel gefunden, um von der autogerechten Welt wegzukommen. Und von daher würde ich jetzt euch in der zweiten Runde bitten, es auch ein bisschen kurz und prägnant zu halten, dass ihr wirklich euch überlegt. Überlegt euch bitte mal, ich hatte erst gedacht zwei, aber ich würde es jetzt mal auf einen Hebel, der aus eurer Sicht total wichtig ist, für eine nachhaltigere, klima- und eben auch sozial gerechtere Mobilitätswende. Und wir lassen sozusagen, das hatten wir vorher gesagt, so ein bisschen den Güterverkehr, Schiffsverkehr, Flugverkehr, wir könnten so unglaublich groß denken, das lassen wir ein bisschen außen vor. Wir bleiben so ein bisschen auf der lokalen Ebene, die natürlich politisch gerahmt ist. Tobi, magst du mal anfangen? Was glaubst du, ist der wichtigste Transformationshebel für Veränderung? Also ich spreche immer von 5 Säulen der Verkehrswende, möchte aber nur eine nennen, weil das ist ja nur erlaubt. Und gehe deswegen einfach auf diese Politik der kurzen Wege ein. Also klarzumachen, dass der Verkehr, der gar nicht erst erzeugt, provoziert, genötigt wird sozusagen, natürlich der beste ist sozusagen und der nachhaltigste, indem wir wieder ein Dorfladen ermöglichen und so weiter und so fort, also auch da. Aber ich glaube, darunter ist sich einiges vorzustellen. Deswegen geht gleich weiter, um kurz zu bleiben. Sabine, was glaubst du, was ist der wichtigste Hebel? Ich glaube inzwischen gar nicht mehr an einen Hebel. Ich glaube an die gesellschaftliche Dynamik und daran, dass wir sozusagen eine Haltung brauchen, die möglichst breit getragen wird von vielen Akteurinnen und Akteuren, und die heißt eben sozial-ökologischer Umbau des Verkehrssektors, deutlich weniger Autoverkehr und Mobilität für alle, und dann ein Gespür und eine Bereitschaft, sich auf die Konfliktlagen einzulassen, weil wir nicht wissen, an welchem Zipfel gesellschaftliche Konflikte eskalieren können. Den Danny hätte ich niemals vorausgesehen, obwohl ich schon 6 Jahre vorher gegen den Vorläufer des Bundesverkehrswegeplans total rebelliert habe und mit Bürgerinitiativen Treffen gemacht habe. Aber diese Form der Politisierung des Autobahnbaus ist zustande gekommen, weil sich Leute entschlossen haben, wir bauen da Baumhäuser auf, weil es vorher die Besetzung des Hambacher Waldes gab, weil da Leute Erfahrung mitgebracht haben und so. Das konnte man nicht wirklich voraussehen. Das wäre mein Plädoyer. Augen, Ohren, Herzen offen halten und dann die Auseinandersetzung unterstützen, die eine Dynamik entwickeln können. Konrad, was meinst du? Ja, ich denke, wir sollten nicht naiv sein und bei all dem, wo wir eine Vision im Kopf haben und Forderungen aufstellen und für Ziele uns verwenden, sollten wir durchaus dies konsequent tun und uns nicht einschüchtern lassen. Auf der anderen Seite müssen wir in uns ehrlich sein. Und da ist zur Ehrlichkeit gehört, dass man sich mal die Statistiken anguckt und sagt, worauf entfällt eigentlich die Hauptverkehrsleistung in Deutschland? 75% der Verkehrsleistung, der Personenkilometer, werden in Autos zurückgelegt. Und jetzt zu denken, dass der öffentliche Verkehr, die Öffis, die knapp ein Fünftel der Verkehrsleistung jetzt übernehmen, plötzlich die Lösung sein können und kurzfristig, dass der große Schwenk möglich ist, ist vielleicht in die Tasche gelogen. Nur mal, dass wir uns selber klar machen, dass wir an den wirklichen Problemen arbeiten müssen. Und da denke ich, wir werden eine ganze Zeit lang mit Individualverkehrsmitteln leben müssen, vielleicht viele leben wollen. Aber die Frage ist, was sind das dann für welche? Im Augenblick werden diese Individualverkehrsmittel, die Autos, immer größer. Und zwar von Modelljahr zu Modelljahr oder Modellgeneration zu Modellgeneration. Und die Leute steigen dann noch von
sogenannten Kleinwagen auf die sogenannten Mittelklassewagen und dann hoch bis zu den ganz Großen. Und ich denke, eine Abrüstung im Verkehr ist auch eine Säule der Verkehrswende, die systematisch von den Planern, von den Aktivisten, von den Politikern eigentlich nicht gedacht wird, sondern man sagt, wir wollen sozusagen Sharing, Privatbesitz ist nicht mehr das, sondern wir sollen die Autos mit Carsharing nehmen. Ja, große oder kleine? Welche Autos werden denn geteilt? Die Antriebe, elektrisch oder Wasserstoff oder was auch immer, Hybrid, große oder kleine? Und was soll denn digital oder autonom später mal herumfahren? Große oder kleine Gefäße? Also in was bewegen wir uns? Und dieser Faktor der Größe, glaube ich, wird immer nicht betrachtet, sondern es geht dann darum, Auto ja oder nein. Und ich denke, wir müssen an die GGG denken, die 3G. Größe, Gewicht und Geschwindigkeit. Das müssen wir runterkriegen. Dann kann jeder, sage ich jetzt mal provozierend, immer noch mit einem Individualverkehrsmittel rumfahren. Wer nicht Fahrrad fahren kann, will oder sonst wie möchte, kann immer noch ein Individualverkehrsmittel nehmen, was aber menschliches Maß hat und was sehr umweltverträglich sein kann. Ein Minimum an Infrastruktur braucht, viel weniger Parkraum braucht, die Straßen wieder freigeben kann für andere soziale Aktivitäten. Und da haben die Kommunen den wesentlichen Hebel in der Hand, nämlich über die Fläche zu sagen, wir wollen doch lieber 6 kleine Parkplätze ausweisen als 6 große, womit die Straße dann voll ist. Damit sie das aber können, muss das in der Straßenverkehrsordnung erlaubt sein. Damit es da drin steht, müssen die technischen Regelwerke so verändert werden, dass nicht nur ein Bemessungsfahrzeug PKW existiert, was jetzt auch noch größer definiert werden soll. Das heißt, wenn man jetzt Zuschüsse haben will für Parkplätze, um die zu bauen als Kommune oder Parkhäuser, dann kriegt man die nur, wenn man sich an die anerkannten Regeln der Technik hält. Und das heißt, immer größere auszuweisen. Es gibt kein Anreizsystem, es gibt kein System, kleine Parkplätze auszuweisen. Und um das wiederum zu machen, ist es wichtig, dass wir da die Grundlagen legen. Und der VCD und auch die Stadtplanervereinigung SRL arbeiten im Augenblick zusammen mit der Universität Kassel am Konzept für Feinmobilität. Und da werden die Fahrzeuge dieser Welt eingeteilt in 7 Größenordnungen, wie die Kleidergrößen von XXS über M dann bis XXL. Da kann jedes Fahrzeug, wird da seine Größenordnung finden. Und wenn dieses mal ein System würde, dann können Kommunen überhaupt erstmal sagen, hier nur Parkplätze für XXS und S. Oder okay, hier nur Durchfahrt bis M. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Ich träume ja immer noch von der autofreien Welt, aber vielleicht müssen wir erstmal die kleinen Autos hinnehmen. Miriam, was ist dein Hebel? Ja, ich glaube, ich könnte auf dieser guten Studie sofort aufbauen. Ich würde vorschlagen, finanzielle Anreize zu schaffen, und zwar in dem Sinne, dass wir das Verursacherprinzip geltend machen. Also ähnlich wie beim gelben Sack. Da ist ja erstmals die Idee gekommen, Verpackung den Produzenten wieder in Rechnung zu stellen. Die haben das natürlich klug an den Verbraucher weitergegeben. Aber das wäre das Prinzip. Also wir bräuchten diese tolle Tabelle, wie viel verbraucht ein Auto, und zwar ganzheitlich an Klimaschaden. Dann können wir das gerne noch auf klein, mittel, groß runterrechnen. Ich weiß nicht, ob der Unterschied enorm ist. Und das wird besteuert. Und zwar über, dachte ich, den Spritverbrauch. Und dann bräuchten wir aber dringend als flankierende Maßnahme, deswegen verpacke ich das jetzt als eine, einen fantastisch funktionierenden ÖPNV, also ich sag mal Mobilitätsgarantie. Jede Ortschaft, jedes Viertel wird von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr abends im 15- bis 30-Minuten-Takt angebunden. Das ganze Ding kostet 0 bis 2 Euro am Tag, das würde heißen maximal 750 Euro im Jahr, und das wäre auch solidarisch, das heißt einkommensabhängig. Das können wir ja alles schon, Steuern sind ja auch einkommensabhängig. Also man müsste etwas, was man kann, vom gelben Sack auf Benzin und von Steuer auf Ticketpreise, eigentlich nur umlagern. Und ich hätte ja Geld zu bieten, weil meine B31 West
Das sind nicht gebaut, nur 12,5 Kilometer, dieser kleine Wurmfortsatz. Im Moment, die offiziellen Angaben sind 164 Millionen. Das hat mal einer hochgerechnet, nur die Baukostensteigerung im Verhältnis zur Dauer. Da sind wir schon bei 500 Millionen. Wir haben noch gar nicht die Energiezusatzkosten mit drin. Also da landen wir noch weiter. Also die 500 Millionen würde ich zur Verfügung stellen, wenn ich das könnte, um das auszubauen in unserer Region. Und ich glaube, da würde das reichen. Also ich schlage vor, wir werden Modellregion. Wir schaffen das. Vielleicht ja auch gleich Richtung Westen, oder? Ja, ja. Also die Modellregion müsste Stadt-Land sein. Ja, ja, klar. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Klar. Und damit sind wir wieder in einem Boot. Ja, genau. Wobei ich der Meinung bin, dass es nicht unsere Aufgabe als ehrenamtliche Bürger ist, es eigentlich nicht unsere Aufgabe, die Modelle zu entwerfen, für die andere Leute in ihren Ämtern und so weiter mit ihrer Ausbildung im Grunde als Fachleute sitzen. Das, was wir aber machen müssen, und das ist ein wichtiger Hebel, ist, wir müssen verlangen, dass es zu solchen Projekten Klimagutachten wirklich erstellt werden, öffentlich gemacht werden, dass eine Transparenz über das, was im Hintergrund geplant wird, auch wirklich für uns als Bürger vorhanden ist. Und wir wollen Dinge wie Verkehrsprognosen, auf die warten wir zum Beispiel zum Thema B31 Freiburg, warten wir seit gut anderthalb Jahren und werden immer nur vertröstet. Das sind die Themen, wo wir Druck machen müssen auf die Politik. Deren Aufgabe ist es nun wirklich, uns, den Bürgern, diese Informationen zu besorgen und dann mit ihren Experten, die dafür auch extra ausstellen, denn wir können nicht anfangen, irgendwelche eigenen Vorschläge plötzlich auszuarbeiten. Und dann kommen die Fachleute und sagen an zwei, drei einfachen Dingen, dass das ja so und so und so und weil, ne, und so weiter. Deswegen sage ich nochmal, die müssen ihre Arbeit machen und wir müssen von den Politikern verlangen auch, dass wir alle Informationen kriegen, damit wir dann alle mitentscheiden können, ob wir das hier in Freiburg wollen. Wenn wir jetzt global handeln sozusagen, global denken und lokal handeln wollen, dann brauchen wir all diese Informationen und diese Transparenz, damit dann auch entsprechend sozusagen die Meinungsbildung stattfinden kann. Und ich glaube, von daher bis hin raus auf die Straße, in viele Bündnisse, also ganz viel vernetzt arbeiten. Gute Sachen sind doch hier immer wieder die Fahrradtouren, die gemacht werden, wirklich zu allen möglichen Themen durch alle Stadtteile unter Mitwirkung sozusagen verschiedener Initiativen und nicht nachlassen von den Politikern zu verlangen, dass sie auch einen Plan B haben müssen. Was ist denn, wenn hier irgendwelche Dinge schlicht und einfach eine Starkwetterphase führt dazu, dass die Dreisam sozusagen noch weniger Wasser hat als jetzt. Was ist dann mit den Plänen, Boulevard, die Stadt an den Fluss bringen? Ja, es wird ja immer mit der Wurst gewedelt, dass irgendwie alle Freiburger Bürger völlig entspannt irgendwann mal am Boulevard flanieren und sich erholen können. Ob das alles wirklich in 20, 30, 40 Jahren noch möglich ist, bei den Entwicklungen, die wir alle spüren, sehen um uns herum, bezweifle ich sehr. Und deswegen sage ich, Druck auf die Politik ausüben, auch vor Ort, damit unsere Gemeinderäte, damit unsere Landesregierung sich zu diesem Thema äußert und wir eine Transparenz bekommen. Ja, das leitet vielleicht total über zu dem, was ich in der nächsten Runde auch von euch nochmal ein Statement erbitte. Und zwar, wir haben ja ganz tief dieses Framing der autogerechten Welt. Das ist ganz tief in unseren Denkmustern drin und ich glaube, implizit steht es für viele Menschen irgendwie auch im Grundgesetz, das Recht, irgendwie automobil unterwegs zu sein. Die Frage ist zum Beispiel die Gutachten, wir wollen die Verantwortung von der Politik, aber was machen wir mit den PolitikerInnen, die immer noch in diesem Denknarrativ hängen, Autos über alles und Autostraßen sind dreispurig und komischerweise ist die Bahn eingleisig und kommt dann zu spät. Das heißt, meine Frage an euch ist, wie schaffen wir irgendwie was sind wichtige Facetten, um diesen Mindshift hinzukriegen, weg von der autogerechten Welt hin zu anderen sozial gerechteren Formen der Mobilität? Ich glaube, wir machen es einfach nochmal in der gleichen Reihenfolge und genau, beschränkt euch so auf euren wichtigsten Impuls, den ihr dazu habt. Das ist immer schwierig, so mit nur wichtigsten Impulsen, aber ich versuche es mal. Ich war letztens an der TU in Braunschweig eingeladen, also auch so ein VW-Städtchen, und durfte da einem Science Slam beiwohnen, wo ich eingeladen wurde, obwohl ich vor 10 Jahren mein Studium erfolgreich abgebrochen habe.
dort meine wissenschaftlichen Erkenntnisse vorzustellen. Da musste ich mir überlegen, was mache ich da jetzt? Und habe überlegt, ah ja, auf meiner Fahrradtour kam mir die Idee, Carism, also das Glaubenssystem Auto und warum wir den Glauben daran verlieren sollten. Konkret also, was ganz wichtig ist, sich deutlich zu machen, dass das Recht auf Mobilität oft verwechselt wird als das Recht auf Führerschein und Autofahren. Und da eben anzusetzen und zu zeigen, was da einfach wirklich Schönes bei entstehen kann. Wenn wir uns nicht die ganze Zeit alles vollparken, vollstellen, unglaublich gefährlich und so weiter und so fort, was, glaube ich, schon zu Genüge heute erzählt wurde. Konkret also dieses Bild aufzumachen, was uns alles gegeben werden könnte, wenn es ganz anders wäre. Und das können wir beispielsweise, um nur einen Hebel zu nennen, über die Versammlungsfreiheit und die Möglichkeit eben beispielsweise zu sagen, hier machen wir heute den Parking Day und zeigen, was mit diesen Parkplätzen alles passieren könnte. Hier machen wir eine Fahrradstraße heute mal und zeigen, wie das sein könnte. Die Argumentation ja oft, wenn wir sagen, wir brauchen hier Fahrradstraßen, ist, na, aber da fährt auch irgendwie gar kein Fahrrad lang, da ist also gar kein Bedarf. Ist ja absurd, diese Argumentation, weil klar ist, naja, auf diese gefährliche Straße begebe ich mich natürlich erst, wenn ich wirklich abgesichert bin, wenn ich wirklich die Möglichkeit und Freiheit habe, da nicht die ganze Zeit ängstlich von A nach B zu kommen. Spannend ist, dass in der umgekehrten Logik die Frage so nie gestellt wird, weil durch den Dannenröder Wald habe ich vorher noch kein einziges Auto fahren sehen, aber trotzdem wird angenommen, wir bräuchten diese A49. Konkret also, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Das ist immer wieder in den letzten Jahrzehnten verkehrswissenschaftlich klar. Von daher also konkret sich zeigen lassen und auch immer wieder selber proaktiv versuchen zu zeigen, wie es ganz anders sein könnte. Um klarzumachen, das war nicht schon immer so und wir können ganz anders. Ja, das finde ich total gut, so einen Ansatz zu wählen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, über Macht zu sprechen. Weil es gibt viele Modelle und wir haben ja auch einige gehört. Und die sind auch manchmal gar nicht neu. Die sind ausgearbeitet. Es gibt auch Beispiele. Also es gibt konkrete Umsetzungen in Deutschland nicht. Du hast es auch von deinen autofreien Städten erzählt. Aber trotzdem wird es nicht gemacht. Und es hat was mit Machtverhältnissen zu tun. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, darüber zu sprechen. Ich hatte neulich bei so einer Veranstaltung so ein Erlebnis, wo ein junger Mann gesagt hat, ach Gott sei Dank wird man hier nicht gefragt, ob man jetzt mit dem Auto hergekommen ist zur Veranstaltung. Also der sozusagen sein schlechtes Gewissen schon mitgebracht hat. Und ganz froh war, dass über Machtverhältnisse geredet wurde und darüber, dass Strabag zum Beispiel, ein gigantischer Weltkonzern, gigantische Gewinne macht mit Autobahnbau und dann auch noch russische Oligarchen da drin hängen und so weiter und so fort. Die setzen alle Hebel in Bewegung, dass die Gesellschaft für Straßenbau genau solche Berechnungen macht, die dazu führen, dass der Bundesverkehrswegeplan auf jeden Fall umgesetzt wird. Wir haben jetzt gerade eine kleine Anfrage gemacht, wo der Verkehrsminister sagt, ja, wir müssen die Bedarfspläne überprüfen, aber also, wir lassen uns damit so viel Zeit, dass es vorbei ist. Also, dass die Dinger gebaut sind. Also nicht direkt, aber indirekt sagt er sowas. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, warum genau das gemacht wird, was die Möglichkeiten zerstört, eine resiliente Gesellschaft aufzubauen. Die Moore in Nordrhein-Westfalen, A20, durch intakte Moorgebiete und im Nachbarkreis haben sie Millionen und Abermillionen öffentliche Mittel eingesetzt, um Moore zu vernässen, weil das total wichtige CO2-Speicher sind. Und 100 Kilometer weiter soll eine Autobahn durchgezackert werden. Das ist total aberwitzig und mit keinem gesunden Menschenverstand zu verstehen. Und ein letzter Punkt noch, 2014. Studie UBA Umweltbewusstsein in Deutschland. Die machen immer eine große, auch qualitative Befragung, hochspannend. Da waren sie super überrascht darüber, dass 84% der Befragten gesagt haben, meine Lebensqualität in meinem Wohnumfeld wäre höher, wenn es weniger Autos gäbe. Und bei den Jungen, die sich das erste Mal einbezogen haben, die unter 18-Jährigen, haben das 92% gesagt. Also ich glaube, dass da viel mehr sozusagen schon in den Köpfen und in der Wahrnehmung geändert ist. Aber es fehlen die mutigen und auch sozusagen entschlossenen Politikerinnen und Politiker, die unterstützt von Bürgerinitiativen dann diesen
Machtkomplexen auch die Stirn bieten. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Gut, bitte den Menschen. Magst du weitermachen? Ja, es gibt enorm viel zu tun, das haben wir jetzt ja gehört, von der ganz großen strukturellen Ebene bis hin zu kleinen Initiativen, bis hin zu Vor-Ort-Initiativen. Alle Initiativen sind wichtig dabei. Keine ist unwichtig, weil die Aufgabe ist immens, von der autogerechten sozusagen Welt wegzukommen zu einer menschengerechten Welt. Ich stelle jetzt nur einen Mini-Punkt vor. Ich habe gemerkt, dass in der Kinderbuchwelt sehr stark das Auto vorherrscht und dass die kleinen Jungs vor allem unwahrscheinlich auf Autos gedrillt werden und das Auto ja eines der ersten 10 Worte ist, was so ein Baby zu sprechen lernt, auch weil es leicht auszusprechen ist. Spricht übrigens auch für Öffi, dass man nicht dem kleinen Baby sagt, öffentlicher Personennahverkehr. Da muss es erst 16 werden, bis es das störungsfrei aussprechen kann, sondern Öffi könnte auch ein Baby sagen. Nee, was wichtig ist, ist, dass wir auch das Konzept Umweltverbund mal übersetzen in populäre Sprache. Ich sage einfach Frohmobilität. Froh, Fuß, Rad, Öffi. F-R-O, Öffi jetzt mit O-E geschrieben, ne? Also das, sonst klappt es nicht. Aber Frohmobilität, frohmobil unterwegs zu sein und das in die Haushalte zu tragen, geht über Kinder. Jetzt habe ich mal so ein kleines Bilderbuch konzipiert mit einem Freiburger Grafiker zusammen. Mein erstes Frohmobilbuch, wo die ganzen Frohmobile von den Schuhen über das Kinderdreirad bis zum Rollator und aber auch Seilbahnen. Also alles, was Fuß, Rad und Öffi ist, vorgestellt wird, damit die Kinder das Sprechen lernen, das Konzept verstehen lernen. Das ist ein Mini-Beitrag. Aber wenn dieses Buch sozusagen verbreitet würde und die Eltern das den Kindern vorlesen, dann wird es in die Haushalte getragen. Und so braucht man eigentlich Tausende von solchen Ansätzen. Ja, toll, das ist auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Und wenn Kinder dann erst Öffi sagen und das Auto viel später, dann haben wir das geschafft. Christian Lindner hat sich übrigens auch gerade geäußert, dass eines seiner ersten Worte Autos war. Genau. Und wir wissen ja, was das hervorgebracht hat. Genau, wahrscheinlich, genau. Miriam. Ja, der Mindshift. Also ich glaube, wir sind mittendrin. Da bin ich ganz bei dir, Sabine. Und das ganz Schlimme ist, ich bin ein Beispiel. Also ich bin ja Gemeinderätin in Gottenheim und ich habe 2012 noch für den Weiterbau der Straße gestimmt, weil ich auf die ganze Werbekampagne reingefallen bin. Die haben nämlich immer gesagt, wir bieten euch Ortschaften, Umgehungsstraßen und Ortsentlastungen. Und danach haben sie geschwiegen und keiner hat sich die Mühe gemacht, in die Dokumente reinzugehen und da stand oberstes Ziel, internationaler Verkehr von Frankreich an den Bodensee. Zweites Ziel, regionale Erschließung, heißt auf Deutsch Straße für LKWs plus, wenn jetzt hier mein Ort ist und da die B31 kommt und ich nicht mehr in mein Naherholungsgebiet reinkomme, wird ja den Menschen klar, das ist wertloses Gebiet, oder? Logisch. Ja, was passiert dann da? Gewerbegebiet, weil keiner mehr da wohnen will, keiner mehr da joggen will. Und das wissen alles Bürgermeister, Lokalpolitiker etc. Nur wir wussten das alle nicht. Also habe ich dafür gestimmt und habe diesem Ortsumgehung geglaubt. Und irgendwann sind dann doch irgendwelche Infos durchgesickert und sozusagen Fridays for Future und Klimaschutz ist aktueller geworden. Und dann habe ich mir die Dokumente angeguckt und gedacht, das ist alles wirklich Blödsinn. Und diese B31 West, nein, danke, Gruppe gegründet. Und jetzt ist was Spannendes passiert. Wir haben immer sachlich informiert und uns mit den anderen verbündet. Und dann kam der politische Moment. Die haben immer überlegt, Trasse hier lang, Trasse da lang, ne, die Planungsregierungspräsidium. Und dann kam die Trasse raus und es war näher an zwei Ortschaften als gedacht. Und dort waren gut aufgestellt die Bürgerinitiativen, gut vernetzt. Die haben sofort Rabatz gemacht. Und das ist das Wichtige, die waren gut aufgestellt. Hättest du dich in dem Moment gründen müssen, keine Chance. Aber wir waren schon ein Bündnis, wir hatten schon unsere Flyer in der Tasche, dann haben die Rabatz bei den Bürgermeistern gemacht und wirklich erstaunlich, ich sage das jetzt mal hier so, Bürgermeister Rhein aus Breisach, weil er Gündlingen und Hochstädten hat und die ihm sofort auf den Füßen standen, hatte den Mut, und da haben wir einen mutigen CDU-Politiker, ich sage das jetzt mal so ehrlich, weil mir das Mut gibt, es gibt sogar mutige CDU-Politiker, der hat gesagt,
ich mache mich zum Schlachtross gegen die B31 West. Und es war derselbe, ich verrate euch jetzt das einfach mal, der 2014 alle anderen Bürgermeister zusammengetrommelt hat aus der Region und die waren unter seiner sozusagen Engagement nach Berlin gereist, um für den zügigen Weiterbau zu kämpfen. Weil Winfried Herrmann den versucht hatte rauszukriegen. Und dann sind die nach Berlin gefahren. So mutig ist der. Da erinnert sich jeder dran. Und dieses, wir haben uns gegründet, wir haben uns vernetzt, wir haben keine Angst gehabt, sozusagen mit allen Parteien zu sprechen, haben wir uns immer auf die Fahnen geschrieben und dann an die Bundespolitik zu gehen, alles, was wir schaffen im Ehrenamt. Und mittlerweile gibt es die Aussage, ich darf es so sagen, weil es war eine Zoom-Meeting, wo öffentlich war. Wir hatten die CDU-Bundespolitiker dann am Wickel, die im Verkehrsausschuss sind. Und dann haben sich die Bürgermeister dazugeschaltet, bei den anderen noch nicht, aber so gewinnt man Terrain. Und irgendwann sagt der Bürgermeister zu dem Bundestagsabgeordneten, jetzt ein Tipp von CDU zu CDU. Wir haben doch hier die Wahl verloren. Wir haben keinen aus unserem Wahlkreis, keinen Bundestagsabgeordneten mehr. Der im Zoom-Meeting war, war aus dem Nachbarwahlkreis. Und unserer hatte, weiß Gott, wie viele Jahre im Bundestag gesessen. Aber da war Fridays for Future, da waren die vielen Demos, da war die ganze Thematik um Klimaschutz. Dann waren die Bürgerinitiativen, die geschrien haben, die B31 ist doch Blödsinn. Und der hat die Wahl verloren. Und das gibt mir Hoffnung. Wir sind meiner Meinung nach wirklich mittendrin. Aber das heißt, wir dürfen jetzt nicht aussteigen, das ist ein Marathon. Immer auf der Hälfte oder alle Sportler. Stimmt's? Auf der Hälfte ist die Krise. Also weitermachen. Einfach weitermachen. Ja, um in dem Sprachgebrauch zu bleiben, kann man schon sagen, dass man die Zielgerade noch nicht erreicht hat. Aber dass man die Auseinandersetzung, finde ich, mit dem Geist, aus dem heraus wir ja eine ganze Generation oder zwei Generationen sagt, wir haben das Auto geliebt. Das Auto war für uns unsere Freiheit, unser Leben. Ja. Es hat uns sozusagen, gerade die Jahrgänge, die nach dem Krieg geboren worden sind, dann tatsächlich auch die öffentlichen Verkehre noch nicht so ausgebaut waren. Und dann kam die Autoindustrie und hat den Menschen auch aus den ländlichen Gegenden diese Mobilität angeboten. Und die Autos waren, man konnte plötzlich Urlaubsreisen machen mit der Entwicklung wirtschaftlich, gesellschaftlich nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren. Kann man sagen, diesen Abschied sozusagen jetzt von dem, was so geliebt worden ist, das ist eine, wäre schön, wenn möglichst viele von uns, von der älteren Generation, das mit unterstützen. Und getragen werden wird es von der jüngeren Generation, die eben sagt, wieso sollen wir das Auto lieben? Das Auto ist nicht mehr sozusagen unser gesellschaftliches, bringt uns gesellschaftlich im Moment nicht voran. Es ist eher eine Belastung, wenn zu viele Autos sozusagen ganz wichtig und überall vorhanden sein sollten. Also dieser Gedankengang, Abschied nehmen von dem, was mal für zwei, drei Generationen ein Stück Freiheit war und was so geliebt worden ist, es wäre schön, wenn wir Älteren solidarisch mitgehen und getragen und damit auch die Jüngeren unterstützen, damit dieser Abschied gelingt. Wir müssen uns vom Auto weitgehend verabschieden. Das ist so meine Aussage dazu. Und ich glaube, dass es dafür viele gibt, die mitmachen und es auch noch mehr werden können. Ja, ja, und ich glaube, dass diese Stimmen von denjenigen, die es auch mitmachen, tatsächlich auch noch mal viel lauter werden müssen. Denn viele, die so sympathisieren, aber sich quasi da sozusagen noch nicht äußern. Denn dieser Abschied ist notwendig und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass es nie ein Abschied für alle Menschen ist. Weil Automobilverkehr ist etwas, was auch vor allem sozial privilegiertere Menschen betrifft. Und sozusagen, es waren schon immer auch viele Menschen ausgeschlossen von dieser sogenannten autogerechten Welt. Also nicht alle müssen Abschied nehmen. Ja, und damit möchte ich jetzt tatsächlich jetzt auch zur letzten Runde kommen, weil es ist ja heute irgendwie doch auch durchaus heiß und ich glaube, wir dürfen es auch nicht überstrapazieren, auch wenn wir viele
tolle Menschen haben, die wahrscheinlich noch so unglaublich viel wissen würden. Deshalb möchte ich zum Schluss euch nochmal fragen, ich fand jetzt, Miriam, du hast ja nochmal gesagt, mir macht es Hoffnung, ja? Diese Szene, die du geschildert hast. Und deshalb möchte ich die letzte Runde jetzt tatsächlich euch nochmal bitten, etwas zu benennen, was euch richtig Hoffnung macht. Das ist quasi wie so ein Motor für Transformativität. Und du darfst anfangen. Was macht dir richtig Hoffnung? Glücklicherweise macht mir vieles Hoffnung, auch wenn es gerade danach nicht aussieht. Zum einen macht mir natürlich die Erkenntnis sehr viel Hoffnung, dass es im Laufe der Menschheit schon viele Wirtschaftssysteme gegeben hat, aber eben nur ein Ökosystem. Und das sich deutlich zu machen, dass wir sicherlich das, was eben dafür verantwortlich ist, dass wir immer weiter, schneller, höher und angeblich besser unterwegs sein wollen, radikal verändert werden kann. Und tatsächlich auch die Hoffnung, dass in Transformation, geschichtlich gesehen, manchmal gar nicht irgendwie klar war, dass jetzt schon eine ziemlich spannende Zeit ist, eine ziemlich intensive Zeit, sondern das rückblickend dann in der Geschichtsschreibung auf diesen einen Augenblick reduziert wird. Konkret natürlich auch, also im Danni beispielsweise, wenn wir jetzt bei Verkehrswende bleiben, also so ein großer Kampf, der da geführt wurde und aber eine unglaubliche Strahlkraft hatte. Da gibt es natürlich noch vieles mehr, vor allem auch solchen Runden hier gemeinsam zu gucken, wow, was geht lokal hier in Freiburg gerade beispielsweise. Das ist eine großartige Freude, als ich da unterwegs war, letzter persönlicher Schnack vielleicht, mit dem Fahrrad eben an 30 Orten in 30 Tagen, war das großartig zu sehen, dass immer mehr Menschen eben sich mobilisieren lassen, vor Ort sind und spannenderweise tatsächlich vor allem bei den radikalen Ideen total euphorisch waren. Also tatsächlich gesagt haben, ja, wir haben im Grunde wirklich alles zu ändern. Und spannend, ein letzter, kurzer, anekdotischer Punkt. Ich war bei VW 2019 eingeladen, vor 400 Leuten des mittleren und gehobenen Managements, in Wolfsburg direkt. Und ich erzählte auch von der Aktion, die ich heute so ein bisschen angerissen hatte, die 3 Monate vorher nämlich stattfand. Und gab mir dann VW irgendwie, fragte, wie viel kriege ich denn? Und da ich in einer gemeinsamen Ökonomie lebe und selber gar kein Konto besitze, habe ich gesagt, naja, wie immer, Bildung darf keine Ware sein, wenn du aber Knatze hast, hau rein. Also haben sie dann 2 Wochen lang verwirrt in ihrem Team gedacht, hä, da ist so ein Speaker für 400 Leuten, wie kann das sein, dass der irgendwie keinen Stundenlohn hat? Naja, dann kamen sie irgendwann nach 2 Wochen und meinten, so 1000 Euro passt das? Und ich meinte, mir egal, passt, ja, für das Stündchen. Und habe dann meine gemeinsame Ökonomie gefragt, brauchen wir denn das Geld? Und die meinte, nö, können wir gleich weitergeben. Und ich meinte, ich wüsste auch schon, wohin. Und machte das auch tatsächlich an dem Abend klar, in Wolfsburg, bei VW, vor 400 Leuten des mittleren und gehobenen Managements und sagte, herzlichsten Dank, VW, für die Unterstützung des Widerstands gegen VW, denn 1000 Euro gehen an die Aktivistinnen vor 3 Monaten, die sicherlich einiges an Kletterzeug und Repressionskosten noch zu erwarten haben. Und der Saal applaudierte. Ich könnte das jetzt auf kognitive Dissonanz zurückführen, aber auch, und das gibt mir bis heute Hoffnung, auf die Sehnsucht. Dass klar ist, das geht so eh nicht weiter. Ob das, was Tobi da spinnerisch jetzt erzählt hat an dem Abend, irgendwie, naja. Aber so kann es nicht weitergehen, also wir brauchen etwas anderes. Und diese Sehnsucht überall zu spüren, bei Daimler, bei VW und so weiter und so fort, ist mir eine großartige Hoffnung. Ja, dem kann ich fast gar nichts hinzufügen. Ich hätte es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich kann es vielleicht da auch noch mal sagen. Also einerseits macht mir Hoffnung, dass Menschen widersprüchliche Wesen sind. Also dass dieses Auto nicht das Einzige ist, was im Leben eine Rolle spielt und dass vielleicht, wenn das Enkelkind geboren wird, plötzlich der Blick woanders hingeht und sich neue Perspektiven eröffnen. Und was du geschildert hast, Miriam, macht mir super, super Hoffnung. Und der zweite Aspekt, der auch so auf der Ebene der menschlichen Beweglichkeit liegt, ist die Freundlichkeit, die ich gerade sehr, sehr, sehr schätze in den, ich sage jetzt mal, linksemanzipatorischen politischen Bewegungen. Weil, ich sage jetzt mal, die Linke hat in ihrer Vergangenheit mit großer Härte für ihre Ideologien gekämpft und auch sozusagen in den 68ern und danach in Heidelberg und so, da gab es Saalschlachten zwischen linken Gruppen. Das ist heute unvorstellbar und ich finde, das ist ein großer, großer Gewinn, dass es sozusagen die Freundlichkeit in der Politik gibt und das halte ich für einen Schatz. Und das Dritte, und das schließt auch bei dir an, Tobi, ist die Gewissheit, dass die Geschichte sprunghaft ist.
Ja, und du sagst, im Nachhinein erkennt man dann, ach damals, ja, da war so ein Wendepunkt. Und wenn man heute da zurückguckt und die irrige Vorstellung, dass sich etwas linear, also dass sich eine Gesellschaft, dass sich die Welt, also die menschliche Welt linear entwickelt und in einer Kontinuität immer so weiter, bis irgendwas anderes kommt, ist einfach irre. Das war noch nie so, das wird auch nie so sein und zum Glück gibt es immer die Zufälle, die Möglichkeitsfenster, Window of Opportunity, hat man in der globalisierungskritischen Bewegung gesagt. Und ich sage jetzt mal, Fukushima hätte in Deutschland nicht zum Atomausstieg geführt, wenn es nicht die Anti-Atom-Bewegung gegeben hätte, die auch jahrzehntelang gekämpft hat und immer gedacht hat, wir schaffen es nicht. Und natürlich wünscht sich niemand eine solche Katastrophe, aber in Frankreich ist es nicht passiert. Da gab es keine Anti-Atom-Bewegung und deshalb ist alles, was wir hier tun, wie er schon sagte, meine Hoffnung, dass wir vorbereitet sind, wenn solche Sprünge in der Geschichte auftauchen, dass es dann Menschen gibt da, die was draus machen. Genau. Ja, was macht dich optimistisch? Zu dem Mosaik an Dingen, die einen optimistisch machen können, will ich eins beitragen, und zwar das Spielerische in den Menschen. Gerade auch in den Männern. Die Automobilgeschichte ist ja eine sehr stark männliche. Und wenn man sich anguckt, wer Motorjournalisten sind, Motorjournalisten, man muss sich das mal auch überlegen, was das für ein Begriff ist. Das sind Männer, die gerne mit Technik spielen und sich an Technik begeistern. Nun ist es mit den Autos bald so wie mit den Fernsehern. Alle Fernseher funktionieren alle. Man kann mit allen Programme sehen. Autos funktionieren alle. Mit dem kann man fahren. Ja? Also das ist nicht mehr das Problem. Es geht ums Image eigentlich, um noch einen Wettbewerbsvorteil zu haben, um Größe und so weiter. Wenn die Größe und alles mal ausgelebt ist, dann werden die Leute an den kleinen Fahrzeugen mit menschlichem Maß Spaß haben. Was mir Hoffnung gibt, meine Erfahrung vor ein paar Jahren in der koreanischen Stadt, wo wir einen Monat autofreies Stadtquartier gespielt haben, da gab es Paraden mit Fahrzeugen, mit kleinen Fahrzeugen nach menschlichem Maß, wo Prominente, die dort kamen aus dem ganzen Land zusammen und zum Teil auch Botschafter von anderen Ländern aus der Hauptstadt, die dort alle waren, denen wurde gesagt, so, und der nächste Programmpunkt ist eine Parade, da setzt jeder auf so einem kleinen Fahrzeug und dann fahren wir alle damit rum. Und wir hatten vorher designiert, je nach Größe der Person und so weiter, was ist da passend. Und dann setzten sich dann Botschafter auf solche kleinen Fahrzeuge. Und wenn man dann die Gesichter guckt, hinterher habe ich das richtig gemerkt, auf den Fotos, wenn man sich anguckt, mit welcher Begeisterung diese Männer in Schlips und Anzug mit diesen Fahrzeugen rumfahren, menschliches Maß und auch wieder eigene Kraft einsetzen, aktive Mobilität, was das für einen kindlichen Spaß in den Leuten ausgelöst hat, dann denke ich, wir müssen viel mehr mit dem Faktor auch arbeiten. Und den Spaß an der weiteren Technisierung des Autos, ich meine, Smartphone, jedes sieht ungefähr gleich aus, ist durchperfektioniert, alle können alles, ja, dann wird es ja irgendwann langweilig. Und jetzt müssen wir sehen, wie kriegen wir die Leute mit dem Spieltrieb auf Fahrzeuge mit menschlichem Maß. Du hast zwar schon deine hoffnungsvolle Botschaft benannt, aber vielleicht hast du ja noch eine, obwohl du erst 2 Jahre Verkehrswende hast. Es wird immer schwieriger. Also, ehrlich gesagt macht mir der Saal hier Hoffnung. Es ist affenheiß, es ist seit Tagen affenheiß. Es gibt unendlich viele Veranstaltungen in Freiburg permanent zur Mobilitätswende, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man hingehen soll. Und ich habe gedacht, oh Gott, armer Tobi, es wird heute leer werden. Einfach, weil die Umstände schlimm sind. Und dann sitze ich vor dem vollen Saal. Undenkbar. Freut mich total. Gibt mir ehrlich Hoffnung. Werde ich weitererzählen. Bei all denen, die eben es nicht mehr geschafft hatten, bei 40 Grad zu kommen. Das ist das eine. Das andere ist, mir gibt total Hoffnung, dass die Konzepte in der Schublade sind, die ich vorhin vorgestellt habe, habe ich mir natürlich im Leben nicht ausdenken können. Die habe ich alle irgendwo mir geholt und halt die ich jetzt am überzeugendsten fand, vorgestellt. Und das erlebe ich jetzt sozusagen bei uns auf dem Lande, wo wir großteils noch nicht so informiert sind.
Und plötzlich kann ich Leute informieren. Oder dann ist jemand eingeladen und hat so simple Sachen erzählt. Das war der Stefan auch da vom BUND, als wir unseren großen Aktionstag letztes Jahr hatten, den ersten. Und dann erzählt er so eine Geschichte und dann stelle ich mir als Vision vor, ich radle hier auf einem Radschnellweg, noch überdacht mit Solar. Das ist im Sommer schön schattig und bei Regen geschützt. Das ist ja nichts Neues, oder? Aber ich habe eine Freundin, die gerne Auto fährt, und die hat gesagt, oh wow, der vom BUND, was der erzählt hat, das wäre doch mega, stell dir vor, wir hätten hier so einen Radweg. Ja? Und die ist totale Autofahrerin, aber jetzt hat sie komischerweise seit kurzem ein E-Bike. Und da geht's los, diese ganzen verdammten kurzen Strecken. Bei uns fahren sie mit so einem Bäcker innerorts 1,5 Kilometer mit dem Auto. Also da ist noch Luft. Okay, wir bleiben beim Optimismus. Und da brauchen wir die Konzepte. Also was ich sagen will, die Konzepte sind da. Wir müssen sie nur weitererzählen und wir müssen Geduld haben. Meine Hoffnung ist, wir haben jetzt die freundlichen Menschen und wir schaffen das in diesem Miteinander, dass wir die schönen Bilder zeichnen können. Und dann kommen die mit. Ich glaube, die kommen. Ja. Wir brauchen ja nur ein Drittel gut für den Change. Also Französische Revolution ist mit einer kompletten Minderheit gemacht worden. Ja, was macht dich optimistisch? Also ich schließe mich sehr, sehr gerne allen optimistischen Zielvorstellungen hier an. Glaube allerdings, solange wir noch nicht mal ein völlig kostenloses Tempolimit durchsetzen können in diesem Land, gibt es noch ganz viele dicke Bretter, die durchbohrt werden müssen. Und was hält einen bei Laune, was hält einen motiviert? Dass man natürlich kluge, nette und eben auch engagierte Menschen immer wieder trifft, mit denen es auch Spaß macht, sich selber zu engagieren. Und das ist eben auch so ein Bereich, wo ich sage, da kann man in dem Fall ganz positiv als Beispiel nehmen, so, da müssen wir noch mehr werden und müssen noch mehr vernetzen. Das ist das so, ich glaube, dass was gehen kann. Aber dick, ich weiß nicht, wie dick, vielleicht kann man das gar nicht zeigen, ist schwierig. Ja. Wir haben schwierige Zeiten. Genau, ich wollte mit dieser Frage auch nicht irgendwie jetzt sozusagen grenzenlose Naivität benennen, aber trotzdem ist es in der ganzen Transformationsdebatte einerseits wichtig, nicht naiv zu sein und sich die ganzen schwarzen Löcher anzuschauen, aber auch immer wieder die Orte zu sehen, wo Transformation schon passiert. Und tatsächlich ist so, ich teile diese ganzen Bedenken auf Verkehrswende. Und es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie von Natur aus optimistisch ist, sondern ich glaube, das müssen wir uns immer wieder erarbeiten, indem wir uns eben auch diese Punkte der Veränderung verdeutlichen und uns das Kraft gibt. Und zum Beispiel, ich glaube auch gerade im Aktivismus ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor, sich wirklich dort mit den Menschen auch zu vernetzen, die sich für das Gleiche engagieren. Und dann schließt man tolle neue Kontakte mit sehr, sehr motivierten Menschen, die einem, glaube ich, auch helfen, diese Idiotie in dieser Verkehrswende irgendwie auszuhalten. Genau, mein Ziel war, das Podium auf eine Stunde zu begrenzen. Wir sind ein kleines bisschen drüber, es ist total heiß. Tobi, du stehst da schon mit Mikrofon. Ich mache jetzt aber trotzdem mal einen Alternativvorschlag. Es gibt draußen Getränke und alles und alle, die hier auf dem Podium sind, stehen noch zur Verfügung und ihr könnt diejenigen, mit denen ihr gerne sprechen würdet, direkt ansprechen. Weil ich glaube, seitdem wir schon noch eine Diskussion davor hatten, ist so mein Gefühl irgendwann, ist es irgendwie gut auch mit hier sitzen? Wir hatten ja auch den ganzen Tag Workshops, von daher möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die ihr hier auf dem Podium gesessen habt und eure Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt habt. Es ist ein dickes Brett und gleichzeitig passieren aber auch coole Dinge wie das 9-Euro-Ticket, das hätte ich echt vor einem Jahr nicht für möglich gehalten und das setzt Diskurse, hinter die wir vielleicht auch nie wieder zurückkommen, das wäre schön. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da vorne noch was zu trinken und mit diesen spannenden Menschen aus dem Bereich Verkehr ins Gespräch zu kommen. Ihr dürft sie persönlich ansprechen, hier oben auf dem Podium oder da vorne und direkt die Fragen stellen, die ihr gerne wissen möchtet. Vielen, vielen lieben Dank Ihnen, euch allen, euch ganz besonders. Zuerst dürfen bitte diejenigen aufstehen, weil jetzt haben wir den Mut, jetzt geht es auch an die Umsetzung. Es geht gerade, ich wurde noch gebeten, und ich mache das ungeheuer gern. Es gibt eine Vernetzungsgruppe Mobilität,
ja, frisch gestärkt zur Umsetzung zu schreiten oder zumindest, wie Tobi in seiner einzigartigen Diktion sagen würde, bildet Banden. Würdet ihr einfach mal aufstehen, an wen sich die interessierten Menschen, die vielleicht noch nicht so wissen, wo sie andocken können, ob Bande oder Zusammenarbeit oder Aktion, würdet ihr einfach mal kurz aufstehen und dann könnten wir uns ja, könntet ihr euch einfach nochmal an der Bar oder treffen. Wunderbar, vielen Dank. Also hier wunderbare Menschen, dort wunderbare Menschen und ihr dazwischen wunderbare Menschen. Lasst uns den Abend genießen. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Dankeschön.